Damen und Herren, aus meinem eigenen Zimmer, ich gehe kaputt. Ich sitze auf meinem eigenen Stuhl nach 4 Tagen. Richtig geil. 48. Ausgabe. Plankenschnack mit folgenden Gästen. Huah! Moment, ich verfasse gerade noch einen Pulspost, dass wir hier das live sind. Das ist ganz wichtig. Oh, Pulspost. Okay. Simon hat gesagt, das ist wichtig. Weiß ja sonst keiner, dass wir live sind. Wir sollten Puls nutzen. Moment. Hat Simon gesagt. Niemand wird wissen, dass wir da sind. Ist jemand da draußen? Hallo? Hat jemand mitgekriegt, dass wir live sind? Können wir das kurz im Chat? Können wir das mal bestätigen? Hallo? Hast du gerade im Shit gesagt? Nee, Chat. Das ist, glaube ich, nur durch die Stimmbänder klingt das wie Shit. Oh, was, wie soll, warum, was soll das? Charlie, was los? Was? Meine Gefühle. Nein. Meine Gefühle. Wir sind live. 200 Puls fühle, habe ich. Fühle. 200 Puls? Was ist da los? Jemand im Chat hat 200 Puls. Warum? Wir haben noch gar nicht angefangen. Oh Gott. Wir haben noch gar nicht angefangen. Sali Slebby, ja, wie ist es so, die Lage? Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen, Mensch. Ist so lang her, ne? Also ja. Es wäre echt schön, wenn wir uns mal wieder so privat treffen könnten. Von Gesicht zu Gesicht. Das wäre echt schön. Super. Ich habe dicke Füße und Beine. Beine und Füße sind mega geschwollen. Ansonsten bin ich fit. Wir sind die Nacht durchgefahren. Ja, das habe ich gestern gehört. Das fand ich sehr crazy. Ja, wir sind um so 23 Uhr. Wir waren noch was essen und dann sind wir losgefahren. Aber zwischendrin mussten wir ein Powernapping von einer Stunde machen, weil Stefan die Straße auf einmal nicht mehr erkannt hat. Und dann sind wir schnell an den Seitenrand gefahren, dann haben wir ein Powernapping gemacht und dann sind wir weiter nach Hause gefahren. War super. Ja, und ihr so? Ich bin auch sehr gut nach Hause gekommen. Ja, krass. Ja, ich auch. Ich habe Julian Bam am Flughafen gesehen. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, moin. Und dann bin ich einfach weitergegangen. So. Wer? Julian wow. Bam. Nee, sagt mir nichts. Wirklich nicht. Ist das so einer wie... Ein sehr bekannter YouTuber. Ah ja, okay. Ich wollte gerade sagen, klick nach einem YouTuber. Ja, es ist auch einer. Ja. Wie war es auf der Gamescom? Also, wir werden, glaube ich, heute ausschließlich nur über die Gamescom reden. Ja. Spezialausgabe. Echt? Ja. Also, das Overlay hätte das nicht vermuten lassen. Warte, mache ich das in die richtige Seite? Ja, so. Ja, also ich meine... Sieht hübsch aus. Kann man nicht. Weiß man noch nicht. Meine Freundin war in der Tat so nett und ist währenddessen ich zwischenzeitlich gevloggt habe, immer durch die Gegend gelaufen und hat die ganze Messe gefilmt. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Ich muss zugeben, wie viele Hallen hast du gesehen, Dizzy? Also durchlaufen, um auf die Arbeit zu kommen, zählt nicht. Nee, das zählt, habe ich auch nicht gemacht. Zwei. Ich habe den Alternate-Stand gesehen und ich habe Twitch gesehen. Das war's. Mehr nicht. Die eigentliche Show ging ja auch vor den Hallen, neben den Hallen. Ja, das Wichtige sozusagen, ja. Genau. Ja. Also ich habe nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Ein bisschen was. Ah, Bisal. Also ich war so 2, 3, 4, 5 Mal so in der Merch-Halle. Die fand ich gut. in der Merch-Halle war ich. Ich war... Hier unten in der Indie-Arena Booth, die war toll. Warum lachst du jetzt? Entschuldigung, ich muss das kurz rauslassen. It's fresh, 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 fresh Rider. Entschuldigung, ich habe mit Fresh Rider so ein Ding am Laufen. Und ich muss ihm meine Gefühle ausdrücken. Ja, okay, 40 Euro Kissen, aber ich hab's. Also, es tut mir wirklich leid, aber ich habe noch nicht mal ausgepackt. Mein Koffer steht da noch. Ich hab's Kissen ausgepackt. Ich war auch eben gerade im Intro duschen. Jet Set Live und so. Jet Set Live. Ja. Nee, es war ganz schön. Also ich habe die Indie Arena gesehen. Ich war in der Blizzard Halle war ich drin. Ich habe das neue Spiel von THQ Nordic habe ich gesehen. Boah, das sieht gut aus. Biomutant. Oder Biomutant. Das sieht super aus. Ich habe Alex gesehen. Ich weiß gar nicht, welche Halle das war, aber da waren Tropico war drin, die Gilde 3 war da drin in der Halle und Dungeons 3. Also da war schon einiges. Stefan ist 2 Mal um die Messe gelaufen, weil ich beschäftigt war und ihm war langweilig.
Ne? Also da haben wir sehr viele Bilder selber gesehen. Ein bisschen was. Am Samstag haben wir uns ein bisschen Zeit genommen, um auch was anzugucken. Ansonsten war voll und warm. Warm? Ja, ja. Der Samstag war sehr schwül. Ja, es geht. Der Samstag war sehr schwül. Morgens zumindest. Boah. Na, immer auf dem Heimweg eigentlich nur. Also bei mir wirklich immer nur auf dem Heimweg. Also die Leute mussten schon, es war wie Klettverschluss, wenn die umarmt haben und dann so, es hat alles nur noch geklebt, es war Wahnsinn. Ich habe das am Samstag, ja. Also ich bin ja immer, ich habe das so gemacht, ich bin Freitag und Samstag hatte ich leider nicht so viel Pause. Doch, Samstag hatte ich mehr Pause als Freitag. Und ich bin einfach immer nur fix einmal so das Revier. Mhm. Das Revier. Von Twitch zu Alternate und wieder zurück. Und abends habe ich mir mal gesagt, so um 20 Uhr, naja, guckst du mal, wer da noch so da ist. Und da bin ich auch wieder meine Route so abgetingelt. Und da waren dann doch so immer noch ein, zwei Leute, die einen dann anfassen wollten. Und dann sage ich, hey Leute, ich weiß nicht, ob ihr das unbedingt wollt, weil, es ist nicht feierlich. Aber sie haben trotzdem immer noch einen reingehauen. Und ich habe festgestellt, wir hatten ungefähr dasselbe Problem. Auch die haben gestunken und geschwitzt, von daher war alles cool. So ging es mir auch. Ich habe auch immer gesagt, oh, ich bin total verschwitzt. Nicht, oh, ist doch egal, ich schwitze auch. Und dann so, das war schön. Das war schön. Macht doch am meisten Spaß. Nee, es war echt toll. Also für mich war es das erste Mal Gamescom. Das, das war schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Es ist mit dem Taxi zum Ostgang gefahren. Direkt rein? Nicht halten. Ja, direkt rein, rüber zum West. Und dann durfst du da erst aussteigen, weil die immer durchgewunken haben. Es war schon Wahnsinn. Da ist so viel los gewesen, wobei Samstag noch ein bisschen entspannter leere war, fand ich dann. Also es war, da konnte man auch laufen, ohne einen Ellbogen ins Gesicht zu bekommen. Das hat mich auch am meisten irritiert, dass es tatsächlich am Samstag, der Tag, an dem es normalerweise am meisten los ist, dieses Jahr wirklich am leersten war. Vermutlich, weil das schöne Wetter die ganze Woche lang durchging und alles schon am Mittwoch bis Freitag gesehen haben. Und sich dann gedacht haben, weißt du was? Es war die ganze Woche echt viel los, ja. Wann seid ihr denn gekommen? Mittwoch. Nicht Dienstagabend, aber nach Köln. Mittwoch bin ich dann erst auf die Gamescom gegangen. Okay. Ich Mittwoch morgens. Ich habe euch beide in der Tat zweimal gesehen. Ja. Ja, und zwar, ich glaube, kurz am Mittwoch und am Samstag. Ja, und auch nur kurz. Ja. Durch Tür und Angel. Leider. Und ich muss sagen, so viele Leute, wie ich getroffen habe, so viele habe ich leider auch nicht getroffen. Es war, oder man hat sich getroffen und immer so, ja, ich bin gerade am Durchlaufen, ne? So, ja, mach mal noch, gehen wir noch was essen irgendwo? Ja, warte mal, später, bist du morgen? Das ist mein Lieblingsgespräch. Wollen wir noch essen gehen? Das ist sicher. Ja. Oder bist du morgen noch da? Ja, bin morgen noch da. Dann morgen. Das hatte ich jeden Tag. Bist du morgen noch da? Ja, dann morgen. Also das war schon... Ging schnell vorbei. Recht zügig, ja. Ich war Montagabend ja schon da. Also, Montagabend bin ich gekommen. Und dann von Dienstag bis Donnerstag? Nee, von Dienstag bis Samstag. Immer schön von 8 bis 8, Baby. Das war ganz schön krasses Programm, muss ich sagen. Hab dich leider nicht auf der Alternate Stage gesehen. Da war ich auch nicht drauf. Ach so. Nee. Das war, da war ich nicht. Ich habe gecastet ein bisschen, ansonsten bin ich immer so ein bisschen rumgelaufen da. Ah. Im Revier. Die haben aber halt Alarm so gemacht. Bitte? Also wenn du da runtergekommen bist, die hast du gehört, ne? Die haben richtig Alarm da unten gemacht. Ja, also so generell, sehr viele Bühnen haben sehr viel Alarm gemacht und ich habe so das Gefühl, dass die Gamescom eigentlich in diesen gewissen Bereichen eigentlich nur noch ein Penisvergleich ist, wer da lauter ist als der andere. Alter, gewonnen hat das Bootshaus. Bitte? Gewonnen hat das Bootshaus. Das Bootshaus hat gewonnen, das stimmt. Holy also, moly. Also manchmal, wenn du dich mit Leuten unterhalten hast, du musstest die halt wirklich anschreien. Ja. Wo ich mir dann denke so, können wir nicht mal ein bisschen leise machen? Und was halt super witzig war, wir haben am Mittwoch habe ich oben mit Vincent gecastet bei Alternate in der E-Sports Area. Und dann saßen wir da oben. Ich habe noch nie so wenig in dem Stream gesagt. Ich habe ihn gar nicht verstanden. Ich habe ihn immer nur so an. Und dann habe ich so,
Ich sag, Vincent, du bist ganz schön laut, ich verstehe gar nichts, ne? Und dann merkst du so, da hat dann noch einer ein bisschen lauter gemacht. So, ich sag, Vincent, hey, die haben noch ein bisschen lauter gemacht. Cool, vielleicht reden wir noch ein bisschen lauter. Das ging gar nicht, ey. Das ging wirklich gar nicht. Und da könnte sich die Twitch-Stage aber ein Scheibchen von abschneiden, finde ich. Da war nämlich die einzige Stage, die zu leise war, ja. Ich habe nichts, also kaum was verstanden. Das lag an der Menschenmenge, weil die vor den Boxen standen. Da waren Boxen unten? Ja. Ich habe nur deswegen, die oben gesehen. Wenn weniger los war, hast du auch alles gehört, weil die Boxen echt? Standen auf dem Boden. Ne? Ja. Das war ein bisschen schwierig. Hm. Aber bei der Twitch-Bühne, also weiß ich gar nicht. Ich habe das nicht. Also ich hatte immer guten Empfang auf der Twitch-Bühne. Also ich habe immer alles gehört in den Kopfhörer. Das ging. Ja, gut. Was habt ihr denn so getrieben die Woche jetzt, overall? Overall stand ich original die ganze Zeit entweder an der Twitch-Bühne oder am allermeisten zwischen Halle 9 und 10, da vor dieser Twitch-Lounge rum und hab mit Leuten gequatscht, Hände geschüttelt, umarmt. Fotos hast du das erwartet? Gemacht. Ja, es war ja meine dritte Gamescom jetzt. Ach so, okay. Und es steigert sich. Ich habe dieses Jahr das erste Mal das Problem gehabt, dass ich dann hinterher so auf Twitter geguckt habe, was da so für Bilder gepostet wurden und mich nicht mehr daran erinnern konnte, dieses Foto gemacht zu haben. Echt? Es waren so unfassbar viele Leute, die man jetzt da gesehen hat. Manche Leute habe ich dann gesehen und dachte mir, oh, hast du den letztes Jahr auf der Gamescom gesehen oder gestern? Ich wusste es einfach nicht mehr. Mein Hirn ist nur noch auf Namen und auf Namensfarben im Chat geeicht. Und wenn ich Gesichter sehe, ich kriege die nicht mehr zu den Namen zusammen. Und dann kommen Leute auf mich zu. Ich weiß, ich habe gestern noch mit ihnen geredet und sie haben sich vorgestellt und ich weiß einfach nicht mehr ihren Namen. Das war echt ein bisschen doof. Ich habe mich dann immer entschuldigt. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Ich weiß den Namen nicht mehr. Und es hat auch jeder verstanden, weil es sind einfach so viel. Aber ich kann mich an jedes Foto erinnern. An jedes. Wirklich. Da waren halt nicht so viele. Noch gute Stimmung von Glitch Games, habe ich das Gefühl. Ja, wir waren ja nicht eingeladen. Wir müssen das jetzt hier beim Plankenschnack. Lass laufen. Ist okay. Ich habe ganz viel mit MK gemacht. Ich habe C getroffen. Ich bin viel gewohnt. Immer raus damit. Gut. Ich habe auch drüber. Irgendwie hunderte Fotos gemacht. Das ist ein Spaß. Also, mein Hirn ist einfach kaputt im Vergleich zu dem von Sally. Für mich war das wirklich unglaublich. Hey, Slabby. Hey, Sally. Ich habe ein Bild mit Wild. Wenn er mir eins reinwirkt, fallen da. Ich stand bei den Bibern. Und hab mir deren, wie habt ihr das diesmal genannt? Nicht Spotlight, sondern Plattformers? Plattformers. Ja, oder Plattform. Hab ich mir angeguckt. Die ganze Stunde dreh mich dann um, geh und Sally kommt auf mich zu. Slabby. So, was denn? Ich hab gerade mit Wild 15 Minuten geredet. Und Wild ist so in etwa der Typ, der. Also einer von vielleicht 3, 4 Streamern, die ich damals geguckt habe, bevor ich angefangen habe zu streamen. Ich habe sein Modpack, war das allererste Modpack oder überhaupt das allererste, was ich auf Twitch gestreamt habe, Ultra Hard Survival. Ich habe den damals immer geguckt. Er ist einer meiner absolutesten Idole auf dieser Plattform hier auf Twitch. Und Sally hat sich 15 Minuten mit ihm unterhalten und ich hab von ein dir erzählt. Selfie. Aber ich habe von gemacht. Dir erzählt und ich habe dich gesucht, aber du warst nicht da. Soll ich noch einen drauflegen? Du hast dich auch mit ihm unterhalten. Ja, eine halbe Stunde in der Twitch-Lounge, als noch kein Mensch da war. So richtig ohne Musik, ohne alles, ganz normal, ganz normale Lautstärke, Slabby. Wow. Aber ich habe kein Selfie gemacht, weil ich das abgespeichert habe. Ich wollte das nicht. Ich habe mir das abgespeichert als wunderschöne Erinnerung. Und weißt du, was noch viel schöner ist, Slabby? Ja. Als ich eine Pause hatte vom Auftritt, habe ich mich draußen neben Wild gesetzt und wir haben zusammen in den Euro, ganz alleine. Weil kein Mensch hat ihn erkannt. Ja! Okay, was ist los, Slabby? Entschuldigung. Ja, ihr bricht mir das Herz. Ja. Ja,
Jetzt sei nicht traurig. Ja. Du hast bestimmt auf der ersten, sagen wir mal, deine erste richtige Gamescom als Partner jetzt, ja? Ach so, alle, ja. Hast du doch bestimmt mehr Fotos gemacht als alle hier bei uns Anwesende. Ich habe kein einziges gemacht, weil ich ein Handy habe, das 20 Jahre alt ist. Dass Leute von dir Fotos wollen, ja, und Signaturen, ja, und so. Auf jeden Fall, ja, ganz viele. Die musste ich auch nur retweeten, das war das Schöne. Ich musste kein einziges Foto selber machen. Immer noch auf Retweeten drücken. Wow. Praktisch. Ja. Das ist definitiv praktisch. Also ich fand das auch sehr schön. Ich glaube, ja, mein Twitter ist auch explodiert über die Gamescom. Ich habe das unterschätzt. Twitter ist wirklich explodiert. Ja. Also für jemanden, der das erste Mal dabei war, ich habe es unterschätzt. Ich habe das nicht erwartet, dass da das... ja, dass vielleicht 2, 3 kommen und so, hi Sally, ne, und vielleicht darf ich ein Bild mit dir haben oder sich unterhalten wollen. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, muss ich zugeben. Sally, das eine war Frage. Schon, ja. Du warst ja vor der Gamescom ein wenig nervös. Was? Ein bisschen, klein, ein paar Tage vorher schon, ein bisschen nervös. Ja, vielleicht. Sagen wir, du wärst nicht hingefahren und weißt jetzt aber, wie es ist. Hättest du es bereut? Dass ich nicht hingefahren wäre? Ja. Ich glaube, ich habe mir in beide Füße geschissen. Geschossen! Das hast du ja die 3 Wochen vor der Gamescom gemacht. Ja, da habe ich das. Also ich muss dazu sagen, ich habe knapp eine Woche davor versucht, alles zu canceln, weil mir das ein bisschen zu viel geworden ist. Die Vorfreude so im Chat, es war mir etwas zu viel, aber ich konnte mein Hotel nicht mehr stornieren. Sie haben gesagt, selbst wenn ich sterbe, muss ich es für 100% bezahlen. Also ich hatte so keine Rücktrittsversicherung und deshalb bin ich gefahren und ich bin unglaublich froh, gefahren zu sein. Es ist ganz toll gewesen. Mir ist halt eine Woche vor solchen Groß-Events, und für mich war die Dreamhack schon ein sehr großes Event, gerate ich in so eine leichte Panik, ich kann das nicht genau, mir schlägt das extrem auf den Magen und extrem auf die Stimmung. Ich bin sehr gereizt, ich habe jeden Tag einen Troll im Chat zum Weinen gebracht, also so still waren die noch nie. Es ist, für mich ist das purer Stress. Wenn ich da bin, habe ich das überhaupt nicht. Ich bin total entspannt und unterhalte mich mit jedem und allen, nur die Füße haben wehgetan, aber einfach davor zeigt sich das bei mir immer ganz, ganz extrem. Und wäre ich nicht hingegangen, ich hätte es mega bereut. Weil es war toll. Es war toll, so viele Menschen zu treffen, sich zu unterhalten, Spaß zu haben, zusammen zu sitzen und zu quatschen. Es war wirklich, wirklich toll. Ich bin froh. An alle, die nur die Bilder auf Twitter gesehen haben und enttäuscht sind, dass sie nicht selbst hingefahren sind, ist dann noch viel schöner, als es auf den Bildern aussieht. Fahrt nächstes Jahr. Oder besser, fahrt zu Dreamhack. Dreamhack ist familiärer, ja. Das ist bei weitem nicht so doll. Das stimmt. Aber auf der Dreamhack trifft man eigentlich auch mehr Streamer. So. Also Simon hat gesagt, Dreamhack ist so ein bisschen die TwitchCon Germany. Die kleine TwitchCon. Ich habe so viele Leute getroffen auf der Gamescom. Das Dreamhack. Ist unnormal. Nee, auf der Gamescom. Ja, auf der Gamescom, ja. Normal. Ja. Also ich glaube, ich habe fast ganz Twitch.de getroffen. Achso, du meinst von Streamern? Ja. Wahnsinn, oder? Also man hat, ich habe halt so Leute wie Phil oder MK, die ich halt immer da hatte, oder Matze von Assource, so die üblichen Verdächtigen, aber ich habe echt wirklich fast alle getroffen. Und ich habe sogar Streamer getroffen, die kannte ich noch gar nicht vorher. Ich auch nicht. Ich hatte dieses Jahr wirklich so oft Momente, wo Leute zu mir gekommen sind, hi Dizzy, ich bin der und der, also sind halt schon ein paar Streamer, so, also die auch schon ein bisschen was gemacht haben, ne, und dann so, oh, ich kenn ihn nicht, weiß ich nicht, dann hat man halt so ein bisschen geschnackt miteinander, und das war sehr, sehr geil. Ich hatte wirklich unglaublich viele tolle Momente, und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Gamescom war ultra stressig. Also Stresslevel over 9000, also wirklich morgens rein, bis abends volles Pfund durchballern und jede Ritze Zeit, die du hattest, hast du noch ein Foto reingeknallt. Und jedes Mal, wenn an dir einer vorbeigegangen ist, so, ich habe nachher wirklich noch gesagt, willst du Foto machen? Komm ran, Bagger.
bevor du wieder vorbeigehst. Und dann so zwischen Tür und Angel oder von der Bühne nochmal bei Twitch runterhüppen und fix ein Foto machen. Es fühlte sich ziemlich cool an, muss ich sagen. Es fühlte sich, ich kann das nicht beschreiben. Nicht, dass man irgendwie super famous ist oder so, sondern einfach, dass Leute das wertschätzen, was du da machst und du dir denn dafür die Zeit nehmen kannst. Ja. Und, oh Gott, ich hatte so viele lustige Begegnungen, wo sie mit ihren Brüdern gekommen sind. Und die Brüder kannten mich nicht. Davon hatte ich eine Situation, kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Warst du dabei? Nein. Und dann kommt einer mit so mit seinem Bruder an, also wirklich so ganz so ein Junge, sagen wir mal so 13, 14, vielleicht sogar noch jünger. Und dann sein großer Bruder, der stand da, oh, der sieht, und er kannte mich nicht. Dann habe ich ihn angeholt, ich sage, willst du auch noch ein Foto machen? Kenn ich nicht. Weiß nicht, wer du bist, ne. Habe ich gesagt, weißt du was? Ich will jetzt ein Foto mit dir machen. Ich bin jetzt dein Fanboy. Und dann habe ich mit ihm halt ein Foto gemacht und ich glaube, ich habe das auch noch hier. Ich habe das nur halt nicht gepostet, weil es halt ein jüngerer Bub ist. Wartet mal kurz. Und dann haben wir zusammen so ein bisschen rumgeblödelt, wir beide. Wo habe ich das denn? Wo ist es denn? Wo ist es? Oh nein. Und ich habe Fabienne auf die Schippe genommen. Das fand ich auch sehr witzig. Oh nein, das ist hier nicht drin. Okay. Wie auf die Schippe? Ich bin zu Fabienne hingegangen. Also ich habe viele Streamer so ein bisschen. Ich habe immer, also ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe dieses Jahr war dazu dafür zuständig, Leuten irgendwie das Eis zu brechen. Weil ich konnte, also bei mir standen wirklich sehr viele Leute, die dann, Tizzi, kann ich ein Foto machen? Tizzi, kann ich ein Foto machen? Ich sag, was ist mit dir? Entspann dich mal ein bisschen, komm mal runter. Und dann halt so dieser Icebreaker so. Und auch auf der Bühne sind so einige, die sehr nervös waren. Die Bieber-Brüder, die haben sich fast die Hose geschissen vorher. Also da war die Gummistiefel waren voll. Und Filmern auch so ein bisschen. Wobei Filmern ja super Routinier geworden ist nach der Gamescom jetzt, aber die waren, also so einige Leute waren halt immer sehr nervös. Und es fühlte sich für mich wie das Normalste der Welt an. Also wirklich alles, so Fotos machen, Unterschriften geben, Leute holen sich von mir Unterschriften ab, so. Und ich habe mir übrigens, ich habe mein Buch vergessen, Leute, auf der Gamescom. Ich habe mein Superman-Buch vergessen. Und bei mir ist es ja so, wenn man ein Autogramm möchte, dann muss man ja bei mir sozusagen in mein Buch schreiben. Ja? Also wer von mir eine Unterschrift haben will, muss mir halt auch eine geben. Und dann hat meine Freundin glücklicherweise mir am Pressetag extra noch eins gekauft. Und damit die Leute unterschreiben können. Und so einige Leute wollten halt ein Autogramm haben. Und dann habe ich gesagt, hey Jungs, können wir später nochmal sehen. Und die sind alle wiedergekommen. Das war sehr geil. Ich habe, glaube ich, so 10 Leute getroffen oder so, wo ich hatte mein Buch einfach nicht dabei, weil du willst halt nicht die ganze Zeit mit der Tasche rumrennen und den ganzen Kram. Weil ich gesagt, Leute, ihr seid mir eins schuldig. Und die haben sich wirklich dran gehalten. Und ja, das war toll. Ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, wie viele Unterschriften ich gegeben habe, ich habe so viel vor. Ich werde das nachmachen. Ich habe jetzt nämlich auch, ich habe so eins in Twitch-Farben. In Violett. Das ist blau. Das ist Violett. Ja, dann das macht die Kamera, aber es ist violettgrün. So, fürs nächste Mal. Das ist nämlich schön, da im Nachhinein nochmal rumzublättern und so. Da beneide ich dir sie so ein bisschen für, weißt du, da kannst du nochmal gucken und nochmal so Review passieren lassen und das ist schon, das finde ich schön. Brauche ich auch. Deswegen habe ich den Vlog auch gemacht. Das war übrigens, das war eine sehr tolle Idee von mir. Ja. Ich habe Twitter. Guck einfach, was ich für Bilder retweetet habe. Ich auch Erinnerung. Wow. Bücher. Die muss man ja in die Hand nehmen. Ja, aber ich hab mir halt immer so gesagt, ich möchte nicht dieses Ungleichgewicht herstellen, wo Leute von dir irgendwie was signiert haben wollen. Mhm. Und wenn jemand was signiert haben will, okay, ist das cool, aber dann will ich halt auch was in mein Buch eingetragen haben. Einfach nur, dass wir uns auf einer Ebene treffen. Weil ich denke, ich weiß nicht, vielleicht geht das irgendwann nicht mehr. Also ich habe jetzt schon auf der Gamescom gemeldet. Das war so viel. Boah, ich habe, also manchmal hatte ich wirklich Momente, da stand ich zwischen 10 Leuten und ich musste jeden irgendwie in 2 Minuten beglücken, so ungefähr, ja. Und das ist irgendwie schade, dass das nicht anders geht. Und ich hatte auch mit Stay, glaube ich, drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, war das Stay? Du kannst das irgendwann gar nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr, weil du, wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Termin musst und da bist du in diesen Momenten,
bist du halt eigentlich immer der Arschcharakter, weil du musst halt sagen, hey, sorry, geht nicht, ich muss weg so. Und das ist richtig scheiße. Ja, und ich sage euch eins, wir fühlen uns genauso scheiße, wie ihr euch scheiße fühlt, wenn nicht sogar noch beschissener. Und ich hatte das sehr, sehr häufig, dass Menschen da waren und ich so gesagt habe, Leute, es tut mir leid, ich muss in zwei Minuten auf der Bühne sein. Wir können echt gerne ein Foto machen, das drücke ich hier alles durch, aber ich muss los. Wir können uns nicht unterhalten, vielleicht später nochmal. Und ich habe halt immer, wie gesagt, ich habe immer abends gesagt, wenn ich von der Bühne runtergehe oder so, ich gehe immer meine Runde und ich bin jeden Abend meine Runde gegangen, von Dienstag bis Samstag, immer von der Twitch-Bühne raus, runter zu Alternate und dann wieder raus. Und da habe ich super viele Leute getroffen. Und den allerletzten habe ich heute am Flughafen getroffen. Als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, hat er draußen auf mich gewartet. Hast du wenigstens noch Zeit gehabt, den Boden zu küssen, bevor du ihm Hallo gesagt hast? Das war mega krass. Wir sind aus dem Flugzeug ausgestiegen und der ist auch aus Köln gekommen und dann dreht er sich so um, ey, du bist doch Dizzy, oder? Und dann sind wir zusammen rausgegangen aus dem Flughafen, haben noch ein bisschen geschnackt und so. Und was sehr schön, ich hatte so viele unglaublich schöne Momente. Wir sind in Köln durch die Security durch. Und dann gehen wir so raus, Sophie und ich. Und dann kommt von der Security-Dame, na, schöne Gamescom gehabt. Ich so, ja, sicher. Und heute Abend Plankenschnack. Und ich so, was? Wie? Was? Und ich so, na, sicher. Also, falls du hier bist, nette Dame von der Flug-Security, du hast mir echt den Tag versüßt. Das war unglaublich toll. Und auch nicht, also wirklich überhaupt nicht aufgedrängt, gar nichts. Einfach nur ganz trocken diese beiden Sätze raus. Sie guckt mich an. Ich habe sie angegrinst, weil ich mich halt wirklich darüber gefreut habe. Und sie ist einfach weitergegangen. Ey, das sind so Momente, die prägen dich irgendwann. Weil das wirklich, das ist ultra geil. Das ist ultra geil. Ich hab meine Freundin nachher einfach nur angeguckt. Wir sind dann halt so durch den Laden. Ich glaube, ich sehe auch wie ein Stück Scheiße aus. Wahrscheinlich gehe ich mal von aus. Und in dem Moment klappst du dann halt einfach mal so die Dinger hoch, ne? Weil du denen sagst so, hey, das ist aber nett. Im Chat sagt Natrisa 81, dass sie das war. Natrisa 81, warte mal. Hast du ein Bild drin in Natrisa? Natrisa, falls du das sein solltest, du bist toll. Dankeschön. Das war ein sehr toller Moment. Hast du ein Bild drin bei ich guck mal schnell, warst du, ne? Weiß es nicht. Aber auch wenn, ist egal. Kann ja sein. Großartig. Danke, Natrisa. Aber das war schön, ja. Das war echt toll. Das war einer dieser schönen Momente. Hm? Von denen es viele gab. Unglaublich viele. Hast du das in Köln gesehen? Ich? Ja. Ja, die U-Bahn. Und ich will nie nach Köln ziehen. Ich fand Köln so schön. Niemals. Nope. Nein. Die Gamescom ist absolut klasse. Nein, der Dom ist auch ganz hübsch. Schön. Und der Bahnhof dann so neben dem Dom und so, ja, aber nein. Also bei uns am Hotel bist du 500 Meter gegangen und dann warst du in der Drogendealer-Area. Und da war den ganzen Tag standen da afroamerikanische Männer mit zwei Handys in der Stadt. Und das einzige Wort, was du jedes Mal gehört hast, wenn du vorbeigegangen bist, war Gras oder andere Sachen. Okay, und das Witzige ist, dass ich jeden Tag mindestens viermal, und mein Mann hat schon gesagt, Schatz, was ist denn mit dir los? Ich habe mindestens viermal, ich lebe in der Schweiz, ich weiß, wie es riecht, viermal am Tag mindestens Gras gerochen. Ja, auf der Gamescom, na klar. Nein, auch so. Also ich habe einfach mindestens viermal am Tag Gras gerochen. Ich bin vorhin Wahnsinn. Auf den Hauptbahnhof gekommen, habe meine Tasche abgestellt, riech so, steht neben mir ein Typ und raucht sich eine fette Lunte. Zwischen Schulkindern, 100.000 anderen Menschen, steht er da einfach da. Ich weiß nicht, was in Köln los ist, ob das so Mini-Amsterdam wird oder so, aber unfassbar. Und ich, naja. Also ich war so 800, 900 Meter vom Dom entfernt. Und ich muss sagen, ich fand Köln ganz toll. Also so Innenstadt und so, wir waren ein paar Mal essen und ich fand's echt, ich fand Köln richtig schön. Also richtig, richtig schön. Nee. Abgesehen davon, dass die Penner dort ein schlechtes die Menschen, die auf der Straße leben, ein schlechtes Zeitgedächtnis haben, weil wir wurden zweimal vom Gleichen angesprochen, der uns zweimal eine andere Geschichte erzählt hat, nur damit er vielleicht 1-2 Euro bekommt. Das fanden wir witzig. Da gibt es einige. Also ich hatte super viele negative Erfahrungen in Köln. Nee, das Unser war Hotel das war, also
Wir sind am Montag sind wir angekommen. Und wir sind so Kleinstadtkinder, mehr oder weniger. Also, na gut, meine Freundin jetzt nicht unbedingt, aber ich. Und dann kommst du im Hansaring steigst du aus. Und dann guckst du so. Fuck. Eine Woche hier? Uff. Alright. Gehen wir mal runter. Sah schon nicht so einladend aus. So überall Geschäfte und Multikulti und naja, so ein bisschen. Na, nicht, ich will nicht sagen ranzig oder so, aber anders. Sagen wir einfach mal anders und ungewohnt. Man fühlt sich halt ungewohnt dort, sagen wir es mal so, weil es halt nicht deine Umgebung ist und ganz viel anders ist. Und dann sind wir zum Hotel gegangen und dann guckst du so, das Hotel Neubaublock. Also nicht Neubaublock, aber so Block. Mitten in dieser Straße. Und dann denkst du so, und dafür habe ich so viel Geld bezahlt? Dann sind wir reingegangen, geleckt. Alles geleckt. Aber was etepetete? Denkst du so, okay, fährst mit dem Fahrstuhl hoch und dann hast du so deine drei Zimmer in so einem ganz kleinen Raum, so 2 Quadratmeter maximal. Denkst du, oh Mann, ich habe mir jetzt so eine Kaschunke geholt, mach das Ding auf, dann kommst du erstmal rein, eine riesige Schrankwand. Ganz nobel und edel, Glastüren und richtig schnieke. Licht, alles LED, Decke eingelassen, pipapo. Gehst du mal Ecke rum, guckst du, Klo, keine Dusche. Denkst du so, was ist das denn? Und dann gehst du in den Raum rein. Oh nein. Oh nein. Ihr habt so eine freistehende Dusche im Raum gehabt? Nee. Also. Nee, wir haben 2 Badezimmer gehabt. Oh. Und einen Balkon. Und Dreh-Dings hier, sag schnell. Wie heißt das? Schreibt den Fernseher, konnten wir drehen zum Bett hin, zur Couch hin und all so ein Scheiß. Das war richtig krass. Also mit Balkon und Pipapo, also ich sag mal, das war sehr schön. Nur der Hinweg war echt zum Kotzen, weil du jedes Mal mit der S-Bahn musstest du durch diesen Park, wo, ja, ich sag mal, wir sind am Dienstag essen gegangen, Dienstag sind wir essen gegangen. Und das Erste, was wir gehört haben von einem Menschen, als wir einfach nur durch den Park gegangen sind, ihr scheiß Bonzen hier! Und dann denkst du so, okay, bist du nicht ganz dicht? Ich trage Diggis Hosen, ich habe ein Cap auf, ich sehe aus wie der letzte Lude. Was ist mit dir? Weil ich eine Kamera in der Hand habe? Und dann sind wir da durchgelaufen und jedes Mal, das war also wirklich die Gegend da hinten, nicht schön, nee. Plus, dass dann Freitag und Samstag noch Fußball war. Also nee, Freitag war Fußball und Samstag war Eishockey. Und wir mussten jedes Mal mit den Fans los. Come on, das war sehr uncool. Aber als wir dann immer in der Safe Zone drin waren, war so, yeah. Und dann hatten wir super creepy. Oh Gott, ich könnte jetzt alleine reden. Ich brech mal kurz ab. Nee, ist gut, mach doch. Mach, erzähl. Wir hatten so einen creepy Moment, dass wir eine Handyhülle gefunden haben. In unserem Zimmer, das hat wahrscheinlich der Dings vergessen. Der Dings-Typ. Der Putzer. Und dann kommst du in dein Zimmer rein und da liegt alles drin. Dein Laptop, Kameras, SD-Karten, alles. Und dann kommst du da rein und deine Freundin so, hey, ist das deine Handyhülle? Und du denkst gar nicht drüber nach und denkst so, nee. Und sie schmeißt das einfach hin, hat sich nichts dabei gedacht. Nicht so, wait a second. Weh, hier liegt eine Handyhülle. Und an der Nachbartür haben sie das Schloss gewechselt. Und das sah aus, als wenn das aufgebrochen ist. Und dann fehlte so ein Teil. Und ich erstmal so, holy Schmette, hier hat, nee. Wie denn da rein? Wie gesagt, Freunde, nichts gedacht, ist Klo gegangen und Pipo. Ich dann erstmal geguckt, Alter, okay, Tablet ist noch da, Kopfhörer sind da, SD-Karten sind da, hier ist alles da. Und dann war sie so schlau und als ich überlegt habe, hat sie mir irgendwelche Aufkleber auf mein Dings gelegt. Auf mein Laptop. Und dann bin ich da hingegangen, ich denke mir so, ne, hier war nicht irgendeiner, der wahrscheinlich mich kennt und hat mir irgendwas hier reingepflanzt. Oder irgend so ein Scheiß. Und dann sitzt du da und hast total Panik und denkst so, nee, 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 das ist jetzt nicht passiert. Es war, Schatz, sind die Aufkleber von dir? Ja, die habe ich dann nur abgelegt. Oh, oh, oh. Aber danach war alles cool. Also es ist keiner eingebrochen. Hat bloß der Dings hier, der Putzer hat wahrscheinlich seine Handyhülle vergessen oder so. Vielleicht hat sich auch ein gefappt im Bett, ich weiß das nicht. Und dann hat er es abgemacht, weil es besser geht oder so. I don't know. Ja, war gut. Also ich Hauptsache die SD-Karten waren noch da, das ist in Köln nicht mit dem privaten Filmchen und so. Ja.
Ja. Was ja. Auf der Gamescom, nicht auf meinen YouTube-Video Days. Was? Die sind alle noch den da, meint, ja. Die meinte ich nicht. Egal. Also ich fand Köln sehr, sehr schön. Wir waren ein bisschen unterwegs. Wir sind sehr viel gelaufen. Wir waren am Kölner Dom. Da gibt da irgendwas fliegt um den Kölner Dom herum. So um 11 Uhr nachts. Und es sind keine Fledermäuse. Gargoyles. Nein, es sind wirklich keine Fledermäuse, weil Fledermäuse fliegen nicht so. Gargoyles. Stefan meinte, es sind vielleicht Möwen, aber Möwen sind doch nur an offener See, oder? Die sind doch da nicht am Fluss. Also ich. Kann auch sein, ja. Ich fand, sie sind ein bisschen geflogen wie Schwalben. Es sind sicher keine Fledermäuse, obwohl viele sagen wollten, es sind Fledermäuse, es waren keine. Batman? Bin mir ganz sicher. Nein, viele, viele, viele. Tauben? Nee, Tauben fliegen nicht so elegant. Das waren keine Tauben. Flughörnchen vielleicht. Also das war, ich fand es sehr schön. Flughörnchen im Kölner Dom? Die berühmten Kölner Domer Flughörnchen? Ja. Meinst du, Gargoyles war jetzt ein gescheiterer Vorschlag von dir? Ja. Willst du jetzt klugscheißern oder was? Was ist da los? Wow. Ich war morgens immer sehr, sehr lecker frühstücken. Im Bastians heißt das. Das ist ein fantastisches Lokal zum Frühstücken. Wir waren Burger essen im Bürgerlich hieß das. Ja. Das war so in der Innenstadt. Da war ich, also die haben gesagt, es ist gesperrt wegen der Gamescom. Da war ja fast Kirmes aufgebaut. Ja, das ist aber die Gamescom-Kirmes. Mit Livestage und allem. Habt ihr gewusst, dass in Köln da nochmal Kirmes ist, wenn die Gamescom ist? Ja. Ja, müssen ja Geld machen. Da ist richtig, hast du es mal gesehen? Da ist richtig was los, richtig Rambazamba. Ich kam mir vor wie im Urlaub. So, wenn man ne, irgendwo in Spanien oder so mit seinem Mann unterwegs ist, das Wetter war gigantisch gut abends, es war noch mega warm. Ich fand das richtig, die Domspatzen, genau, die waren es. Ich fand es wirklich toll in Köln. Es gab unglaublich viel zu sehen. Ich mag diese vielen Arten von Gebäuden. Ich fand es echt schön. Wo wir gerade von Essen gesprochen haben. Ja. Wir kommen nun also Montagabend an. Noch nichts gegessen. Und dann schreibst du mit dem lieben Fennec. Fennec, du bist ein toller Typ. Fennec ist super. Fennec, was seid ihr denn? Wollen wir uns so treffen, so ein bisschen SWS-Socializen, so ein bisschen quatschen? So, ja, wir sind gerade im Restaurant der Hotpoint. All you can eat. Oh, noch nichts gegessen? All you can eat? Yeah, let's go. Okay, hingegangen. Steht in der Mitte auf dem Tisch ein Pott, der warm ist. Und da blubbert's drin. Fondue. Das All You Can Eat. Ja. Würde ich sagen. Ja. Entweder man musste sein Essen selber machen. Das und es hat auch ganz wenig Geld gekostet, dass man das Essen selber macht. Und dann gab es ja auch noch so ein Fertigbuffet, was lauwarm bis kalt war, wo nichts mehr zu essen drin war, außer Lachs. Und dann kommst du also den ganzen Tag ausgehungert dahin und denkst dir so, warum geht ihr hier essen? Was soll das? Das ist doch völliger Quatsch. Und die, oh Gott, sollen wir reingeschmissen. Ja, dann kann man mal reden. Okay. Montag rumgekriegt, Dienstag mit Priester und Lunakia essen gegangen. Die mögen ja auch asiatisch. Und dann so, Dizzy, magst mitkommen? Ich so, na Siggi, na klar, wir haben es lange nicht gesehen, können wir schnacken und so. Barbecue, Koreaner. Genau dieselbe Scheiße, nochmal in grün, dass du sogar dein ganzes Drecksessen alleine essen machst. Kriegst du so einen blöden Grill? Du stehst halt 12 Stunden auf der Gamescom und dann gehst du da hin und kaufst dir für 25 verfluchte Euro Essen und die stellen dir das roh auf den Tisch und du musst dir das da machen. Und dann sitzt du da und denkst so, und alle so, Dizzy, nur reg dich doch nicht immer auf. Das ist doch voll cool, dann können wir reden. Ich sag, ich will nicht reden, ich will essen, Mann. Ich hab den ganzen Tag nicht gegessen und dann steht da so ein Grill und du musst Fleisch machen, für was ich 25 Euro bezahlt habe und das nicht mal gemacht. Dafür kann ich die ganze Woche einkaufen gehen. Oh, nee. Und dann sitzt du an dem Tisch und alle gucken dich so an. Ja, warum meckerst du denn jetzt? Und alle tun immer so super nett, als wenn sie das nicht stört, ne? Du hast ja wirklich, du hast so eine Füße, du willst einfach was essen, du willst ein bisschen ruhig und so. Und dann habe ich so gesagt, Leute, können wir morgen eventuell unser Essen nicht selber machen, einfach was bestellen und essen? Ja, also ich finde das ganz gemütlich. Es ist gemütlich, wenn man das macht. Ich will nicht gemütlich essen gehen. Ich will, dass mir eine Essen macht. Dafür gehe ich in ein Restaurant. Sonst kann ich das zu Hause machen. Hallo, Peng. Dann hätte ich mir auf dem Campingkocher zu Hause im Modell was kochen können. Für 25 Euro. Nächstes Mal musst du deine eigene Kochschürze und so einen Kochhut mitbringen. Den aufsetzen, bevor du dann anfängst.
Aber es war trotzdem ein schöner Abend. Und es war wirklich lecker. Also ohne Scheiß, das Barbecue war wirklich gut. Ich also Priester Lonaki habt ihr wirklich gut ausgewählt. Nicht also Priester, war, Mann. Stoke. Stoke. Das Gesicht. Gewöhn dich dran. Also ich habe nur gut gegessen, muss ich sagen. Und Frühstück war jetzt auch nicht, weil irgendwas wegen Knäckebrot und so. Frühstück war zwischen 10 und 15 Euro, aber mit strammer Max und zigtausend Brötchen Auswahl und so. Also ich habe nur gut gegessen in Köln. Das Essen war richtig fein. Wir waren am ersten Tag Steak essen, am zweiten Tag waren wir asiatisch alle essen. Alter, das war lecker. Das war ein tolles Lokal. Das war auch all you can eat, aber da hast Wie du so viel... Okini. 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 Alter Verwalter, sowas Geiles habe ich ja noch. Also das war mega. Da hast du so ein Tablet bekommen und dann konntest du alle 15 Minuten fünf Gerichte, also so Fingerfood-Gerichte aussuchen und die wurden dir dann hingebracht. Und du bist die ganze Zeit am Schaufeln, hast schon zweimal vorbestellt und kriegst die ganze Zeit und am Ende hockst du da, hast noch diese riesen Portion und musst das aufessen, sonst musst du halt eine Strafe bezahlen, wenn was überbleibt. Ich war sowas von aufgebläht nach diesem Tag. Oh, es war so lecker. Ich habe mich ein paar Mal geopfert, für die Schälchen leer zu machen. Es war mega fein. Was? Du hast dich geopfert? Ja, ich habe auf beiden Seiten gegessen. Auf beiden Bestellerseiten. Ich war voll im Müllschlucker-Mode. Ja, stimmt, schiebt's den Polen rüber. Ja, genau. Sonst müssen wir Strafe zahlen. Die bestellen sich so eine Schale so mit 20 frittierten Raffaellos und keiner isst die. Das und die stehen so da. Das war so gut, das, der Nachtisch. Das war lustig. Ja, dann noch eins und noch eins und noch eins. Der hat schon Raffaellos in den Augen gehabt, ja. Aus dem Wortsitz rausgekommen. Das war sehr witzig. War ich fand das, ich habe echt Spaß gehabt in Köln. Es war wunderbar. Also für mich ist es eine unglaublich tolle Stadt. Die Taxifahrer. Also ich weiß nicht, wer von euch noch Taxi gefahren ist. Alter Verwalter, Need for Speed ist ein Scheißdreck dagegen, ne? Also das sind die aggressivsten, dreistesten Taxifahrer überhaupt. Also das ist, da sitzt du echt so dran. Okay, alles gut. Es ist Wahnsinn, das habe ich noch nie erlebt, wie Taxifahrer. Also das ist wirklich die Stadt der rasenden Taxifahrers. Ich hab jetzt schon wieder im Chat. Ich hab nicht mal geraged, Leute. Hast du also, nicht. Wer versteht das bitte nicht von euch da draußen? Wenn du 12 Stunden arbeiten gehst, willst du nicht, dass dein Essen selber machen. Egal wie cool das ist. Egal wie cool das ist. Das ist einfach, was du dir aus der Seele sprichst. Weil du tust den Menschen weh, wenn du sagst, dass das scheiße ist. Okay? Aber ich kann das immer nicht zurückhalten. Ich muss das loswerden. Das sind Dinge, die gehen gar nicht. Das ist genauso, wie das nicht geht, da du heute auscheckst aus deinem Hotel. Ja, Herr Dissing, Sie haben für 122 Euro noch 6 Tage Frühstück gehabt. Was? Und ich habe nicht einmal Frühstück gegessen in diesem Scheißhotel. Und auf meiner Rechnung steht drauf, dass ich 6 Tage Frühstück hatte. Interessant. Ich so, wie? Ich habe das doch gar nicht, ich habe das nicht gebucht. Frühstück hatte ich 6 Tage lang nicht. Wie jetzt? Ja, das haben wir für Sie jeden Tag vorbereitet. Aha. Ja gut, dann auf Wiedersehen. Ja, ich habe 6 Tage Frühstück bezahlt und kein Frühstück gegessen. Sondern war mir immer beim Bäcker was holen. Hm. Also die Essenssituation prinzipiell war bei mir richtig scheiße. Ich habe Freitag, Samstag jeweils, glaube ich, 2 oder 3 Snickers gegessen. Bis abends rein. Da war gar nichts los. Aber ich habe auch morgens nichts geholt. Ich habe ja nie Bargeld dabei. Du vergisst einfach zu essen auf so Messen, ne? Ja, muss das ich ist sagen. Normal, ja. Auch trinken vergisst du viel. Ich habe gestern 2 Bounties und eine von diesen kleinen Tüten M&Ms, diese Mini-Tüten. Das war alles, was ich den ganzen Tag gegessen habe. Ich habe mir heute erst eine kleine Pizza Hawaii am Bahnhof geholt, weil ich irgendwas essen musste, weil ich so einen Tremor hatte vor Unterzuckerung. Wahnsinn, oder? Ich hab's einfach verpeilt. Ich habe am Donnerstag ein Brötchen gegessen gehabt, also weil da konnte man nicht frühstücken gehen, weil eben die Indie-Arena war. Und ich habe ein halbes Brötchen gegessen und ganz am Abend dann nochmal ein Brötchen. Das ist. Aber ich hatte auch gar nicht so das Hungergefühl. Durst hatte ich jetzt schon mehr, aber Hunger
Man war die ganze Zeit beschäftigt. Irgendwie hat der Körper gesagt, ach so, nö. Nö. Ich habe mir übrigens extra Pizza Hawaii bestellt, damit ich heute sagen kann, ich habe Pizza Hawaii gegessen. Ich würde jetzt auch echt gerne eine Pizza bestellen. Pizza wäre geil, ne? Also richtig beschissenes Essen. Schatz, wollen wir Essen bestellen? Wo wir gerade von Indie-Arena gesprochen haben. Ich glaube, meine Freundin ist durch den Indie-Bereich gelaufen. Weil meine bezaubernde Dame, die war wirklich so unglaublich toll, war sie wirklich und hat währenddessen ich meinen Kram gemacht, hat die Kamera genommen und die ganze Gamescom gefilmt. Und die ist sogar genauso bescheuert wie ich und hat sich auf dem Flughafen hingesetzt, beim Frühstück heute Morgen in der Kneipe, hingesetzt mit dem Laptop und hat mit 2 Stunden Akku einfach mal die Sachen fertig geschnitten, damit ihr euch die Gamescom angucken könnt. Das muss ich mir auch noch angucken. Ich würde mal sagen, wir können da auch mal ein bisschen Liebe für Feelings raushauen, weil die hat das nämlich für euch fertig gemacht. Absolut. Herzen und ganz viel Liebe für dieses Regie. Dankeschön. Können wir das einspielen, dass wir uns das angucken können? Die Indie-Arena, oder? Den Indie-Bereich würden wir gerne sehen. Indie und Retro. Cool. Okay. Jetzt hören wir gar nichts mehr, oder was? Was? Okay. Oh, wow. Wie zum Glück habt ihr den schlechten Witz nicht gehört. Oh. Ja, wollte ich gerade sagen. Zum Glück habt ihr den schlechten Witz gehört. Der war grausam. ihr habt nichts verpasst. Das kann passieren, Leute. Wir waren... Ich habe einen Witz erzählt, den nur ich lustig fand. Das war kein Witz. Kommt ganz selten vor. Ich glaube, das sind keine Witze, wenn man es nur selber witzig findet, oder? Doch. Achso, für den eigenen Humor? In meiner Welt, ja. Ah, okay.
Nee, die Indie Arena Booth, da war, also ich durfte am Freitag von dort aus streamen. Durfte mir Head in Time und Far anschauen und es war ganz, ganz toll. Ich habe da mit den Entwicklern gesprochen und es war mega. Also das war wirklich, wirklich, wirklich toll. Richtig gut. Ich glaube, du auch, Slabby, ne? Ich habe sogar 4 Stunden gemacht mit Phil zusammen. Muss sagen, das war echt gut. Also ich hatte 3 Spiele, Phil hatte 3 Spiele, dann ist Phil bei einem Spiel weggegangen, weil dann 2 Entwickler da waren. Ich bin dann bei einem Spiel weggegangen, weil da 2 Entwickler bei ihm dabei waren. Aber was ich gesehen habe, muss ich sagen, was habe ich gesehen? Ich habe Semblance, sehr geiles Spiel, Plattformer, werde ich auf jeden Fall spielen. Können wir auch gleich noch ein bisschen drüber quatschen, wenn ihr wollt. Dann habe ich Fox, oh Gott. Jetzt habe ich vergessen, wie es hieß. Auch ein Plattformer mit einem Fuchs in der Hauptrolle. Suche ich gleich raus, sage ich euch noch. Was zu erwarten war. Bitte? Was zu erwarten war. Ja. Und absolutes Highlight war auf jeden Fall ein Point-and-Click. So ein Genre, das ich überhaupt eigentlich gar nicht so viel spiele, weil ich einfach mittlerweile durch bin mit Point-and-Click soweit. Ich habe schon als Kind genug davon gespielt. Aber ganz im Ernst, das sah so gut aus, das hieß Django. So wie Jenga, das Spiel, nicht mit D, sondern ohne D. Jenga, das Spiel, nur mit O am Ende. Point-and-Click-Adventure mit unfassbar gutem Humor. Also wenn das in 2018 rauskommt, so wie die Entwickler es zumindest gesagt haben, uff, das wird richtig gut. Also da, genau, Fox and Forest hieß das andere Spiel. Richtig, dankeschön, Voxins. Fox and Forest, auch sehr, sehr geiles Spiel. Das werde ich mir auch auf jeden Fall angucken. Aber Highlight, muss ich echt sagen, war Django. Also, check das mal aus. So, ich poste das nochmal auf Twitter oder so später oder schreib's vielleicht gleich hier in Chat rein. Dieses Spiel war der absolute Oberburner. Was die da in diesen 20 Minuten, die ich das gespielt habe, an Humor einfach reingebracht haben. Ah ja, freue ich mich. Sorry. Alles gut. Ich habe gar nichts gesehen. Also ich kann leider überhaupt nichts sagen. Letztes Jahr war ich bei Hellcamp. Ich war nicht mal bei Pixel Maniacs dieses Jahr, was mir sehr unangenehm ist, weil ich habe Andi gesehen, als er vor der Bühne stand. Und die hatten keinen Stand. Alles gut. Ich hab mich auch bei ihnen entschuldigt. Die hatten keinen Stand. Ah. Oh. Alles gut. Ich habe Joe getroffen und ich so, Joe, ja, genau, es Joe, tut ja mir so leid, ich war gar nicht bei euch. Sie waren einfach so da, sie hatten aber keinen Stand. Ah, alles klar, okay. Hm. Weil ich habe, wie gesagt, ich hatte Joe, hatte ich gesehen, glaube ich, genau. Und dann habe ich das dann irgendwann verbacken und bei Hellcat war ich auch nicht. Also ich habe nichts gesehen, gar nichts. Ich habe wirklich gar nichts gesehen, leider. Nee. Dizzy. Ja. Ja. Nee, also, das war toll. Die Indie Area. Ich hab nicht mal Merch alleine gekauft dieses Jahr. Das hat auch meine Freundin für mich gemacht. Was hast du? Ich hab nicht mal Merch gekauft. Das hat auch meine Freundin gemacht. Ich hab meiner Freundin Geld in die Hand gedrückt und gesagt, kannst damit machen, was du möchtest. Hab hier, Spaß. Frau, kauf. Kauf Merch hier. Das fand ich sehr unangenehm, aber auch wieder sehr gut, weil sie hat sehr viele schöne Sachen mitgebracht. Super. Ich hab jetzt noch mehr Mützen. Ich hab 10 Mützen mitgebracht. Oha. Ja, oben der Bereich war auch wirklich im Merch, der war toll. Ich bin leider erst am Samstag zu Dedelic gegangen. Schnabeltiere kaufen. Nee, ich wollte gucken, aber da waren nur noch, da war nicht mehr das da, was ich wollte. Ich wollte einen blauen HW haben. Ja, und vielleicht einen Spot, aber die waren schon ausverkauft. Aber Poki war gerade da und hatte die Sachen und der war am Sonntag, also der war, ich weiß nicht, ob er jeden Tag da war, am Samstag war er auf jeden Fall nochmal da und hat da Autogramme gegeben. Allgemein am Samstag war auch, habt ihr das mitbekommen, Kronk war da. Mhm. Es war Ausnahmezustand. Der war bei dem Evil Within 2 Stand und das war draußen und wenn du daran vorbeigelaufen bist, hast du nur Menschen gesehen. Also bis zu 6 Stunden warten, das war schon Wahnsinn. 12 Stunden lang ist er da gestanden. Also knappe 12 Stunden ging das Spaß. Wahnsinn. Der zieht halt echt durch, ne? Ja. Darf ich noch mal kurz sagen, dass ich die Indie-Area extrem gut fand? Also ich bin da ein paar Mal durchgelaufen. Toll. Ich habe leider keine Zeit dann gefunden,
abseits von diesem Stream, den ich da gemacht habe, wirklich mir die Zeit zu nehmen, um mir die Sachen dann auch anzugucken, die ich selber nicht gespielt habe. Aber im Vergleich zu letztem Jahr, wo es einfach nur so eine Wand mehr oder weniger war, wo so ein paar PCs aufgebaut waren und die Entwickler quasi ihre Werbematerialien da rausgeben konnten und ein bisschen quatschen konnten, da die war viel, viel größer dieses Jahr. Und allein die Tatsache, dass sie da noch so ein Booth reingesetzt haben, wo sie Streamer gefragt haben, ob die nicht von da aus streamen wollen und so, da haben sie sich echt viel Mühe gegeben. Und ich habe gehört, für nächstes Jahr planen sie noch viel mehr. Also cool. Das finde ich persönlich cool, weil ich sehr gerne Indie-Spiele spiele und die einfach in Deutschland immer so ein bisschen untergehen, habe ich das Gefühl. Und wenn die da ein bisschen mehr Werbung für machen, kriegt man vielleicht etwas mehr dann hiervon mit. Ich hatte das Glück, ich hatte eigentlich ein anderes Spiel, was angedacht war, aber die Entwickler waren nicht da und somit wurde bei mir, wie hieß denn das, Far Lone Sales wurde bei mir reingequetscht und es kommt aus der Schweiz. Das war halt so ein Zufall. Während wir uns unterhalten haben, sagt er, ja, nein, es ist immer so schwierig, das ist gerade eine ältere Version. Sag ich, wie, ich muss die alte Version spielen. Wo ist denn ja die neue? Ja, die alte funktioniert aber ganz gut. Das muss man über Zürich und so. Sag ich, ach, über Zürich? Ne, ich komme von da. Wirklich? Ja, ja, ich wohne vielleicht 10 Minuten, so Flughafen entfernt. Ich auch. Sag ich, Mensch, dann können wir ja mal einen Kaffee trinken gehen. So klein ist die Welt, ne? Das fand ich auch super. Ein tolles Spiel. Freue ich mich drauf. Ja, das war, wo du das sagst. Mein schönstes Erlebnis war das folgende. Ich stehe bei Adenate an der, am Stand und habe gerade so mit Leuten geredet. Ich wollte mir einen Crepe holen. 3 Stunden später habe ich es dann geschafft. Da hatte ich dann keinen Hunger mehr. Und dann irgendwann steht dort eine junge Dame mit einem jungen Mann. So 28 rum. Und dann guckt sie mich an. Und dann gucke ich zurück. Und dann steht da meine Cousine mit ihrem Mann und ich habe die 10 Jahre nicht gesehen. Nee. Dann steht meine Cousine da, also ich habe sie bei einem Geburtstag von meinem Großvater gesehen, flüchtig, nur kurz mal, aber auch kein Wort gewechselt, nix. Und so das letzte Mal hast du halt vor 100 Jahren mit denen geredet, so ungefähr. Und dann stehen die da und denke mir so, nee. Und dann kommt er zu mir, ey, ich hab dein Stream gefunden, ich finde dich voll gut, Alter. Ich denke so, was mit dir? Komm mal runter. Und dann haben wir, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde oder so, haben wir gequatscht, also sehr, sehr lange Telefonnummern ausgetauscht und ja, ich wollte eigentlich noch mit denen essen gehen, aber ja, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Da habe ich gesagt, ja, wollt ihr mal vorbeikommen oder so? Und ja! So, also die waren halt komplett aus dem Häuschen und das war sehr cool. Und wow. Das war wirklich, das war mein krassestes Erlebnis auf der Gamescom. Dass meine Cousine da steht mit ihrem Mann. Und Wahnsinn, die auch noch meinen Stream gucken und nie was gesagt haben. Nie. Also nicht mal Telefon, nicht angerufen, gar nichts. Und die gucken schon eine Weile zu. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade da sind, aber. Also, sehr cool. Ich habe immer gedacht, aus meiner Familie spielt keiner, aber da schon. Scheinbar. Siehst du? Ja. Ja, nice. Was war das andere? Retro. Ich habe es nicht geschafft, ja, in die Retro-Ecke zu kommen dieses Jahr. Da war ich auch nicht. Bisschen traurig. Ich habe den Hellcat auch nicht gesehen. Ich habe Hellcat getroffen, aber ich hatte keine Zeit, dorthin zu gehen. Es gibt einfach Leute, ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich die nicht getroffen habe. Ich habe gelesen auf Twitter, sie sind da und man hat sich einfach verpasst. Hm. Und nicht nur, dass du das schlechte Gewissen hast, dass du dann Leute triffst tatsächlich und kurz mit denen quatschst, so, hey, na, wie geht. Und dann kommt schon von rechts der nächste, oh, Snapstick, so, und wirst wieder rausgerissen und du willst einfach mit dem gerade quatschen, aber willst auch mit dem quatschen und dann willst du mit dem auch noch gleichzeitig quatschen und irgendwie wird man die ganze Zeit weggezogen. Zudem kommt dann auch noch, dass es einfach viel zu viele Leute gibt, die man eigentlich treffen wollte und die man nicht trifft, getroffen hat. Da war ich zum Beispiel Hellcat oder auch andere. Ich hätte eigentlich nur in die Retro-Ecke gehen müssen. Ja, da war ich auch sehr traurig, dass ich Hellcat nicht getroffen habe, das Kätzchen. Ich habe auch die, oh, das war mit Diana, ich habe Diana getroffen, also Krümeltante. Genau im falschen Moment, ne? Da stehen halt alle so auf einen Haufen, kurz vorm nach Hause gehen. Und dann kommt Diana zu dir und dann sagst du so, nee, Diana, tut mir echt leid, echt, so gern ich dich habe, aber das geht jetzt gar nicht gerade. Bis morgen nochmal da, ja.
Und dann ab Donnerstag, nee, Freitag, Samstag war ich nur auf der Bühne und ich habe keinen treffen können. Bei Twitch dann halt. Ja. Und das hat mir ein bisschen so im Herz weh getan, als ich zu Hause angekommen bin. Und ich glaube, das tat auch der Runde ein bisschen weh. Aber das, du kannst das irgendwann nicht mehr so. Wenn du wirklich den ganzen Tag durchgepowert hast, dann abends, wenn noch jemand da ist, so noch und abends eben sagen, ja, geht's dir gut? Und dann fragst du noch, ist alles cool? Ist das für dich in Ordnung? Ich würde gerne nach Hause. Ich kann nicht mal mehr stehen, sonst falle ich hier tot um. Also Diana, hab dich lieb. Es tut mir leid. Okay? I'm sorry. Nächstes Jahr, hoffe ich. Oder anderweitig. Das war ein sehr trauriger Moment. Ja. Ich wollte eigentlich auch mit euch wollte ich auch noch irgendwas machen, aber es ging halt einfach wann. Du hast halt keine, also ich hatte dieses Jahr keine Zeit. Gar nicht. Null. Nein, niente. Ich war nicht feiern, das war ich ja auch. Wart ihr feiern? Ja, ne? Ja, wir waren im Bootshaus. Auf der Bootshausparty waren wir. Weil der keiner wusste, welche Tickets man brauchte. Ja, genau. Ich glaube, Igai, Sascha hat da noch so einen kleinen Clip gepostet und da sieht man Icy, Slabby, mich sieht man noch. Also die Musik war, ja, aber die Menschen haben das weggemacht und dann sind wir halt da rumgehupft wie die. Also da war echt voll. Ich glaube, da waren irgendwie nur Twitch-Leute. Es war riesig und eine Party kann richtig, richtig schlecht sein, wenn Icident und This E-Guy auf dieser Party sind, kann die nur gut sein. Das alles andere ist dann unwichtig. Die beiden auf eine Party packen und sie wird am Ende perfekt. Mehr so brauchst du nicht. Ja, es ist so witzig. Es war einfach nur witzig. Aber nicht lang. Also nee. Ich muss sagen, ich habe dafür gesorgt, immer genug Schlaf zu bekommen. Und die Füße hochzulegen, weil das habe ich gebraucht zwischendrin. Wenn man, da ich das alles so ein bisschen unterschätzt habe, bin ich halt mal raus, ne? Dann redet man und redet man und redet man. Und dann sage ich zu Stefan, Schatz, geh doch mal ein bisschen was angucken. Der hat sich dann in 3 Stunden die Hallen angeschaut. Der kommt zurück und ich habe gesagt, ich wollte mich eigentlich mal hinsetzen und stand halt immer noch da. Ich war so gute 10 Meter weitergekommen und dann war der nächste Kreis mit Leuten, die sich unterhalten haben, wo man sich kennt und da. Und es war, ja, ne? Ich glaube, am ersten Tag habe ich 20 Minuten gesessen. So, und dann auch wieder gestanden. Selbst wenn ich in der Twitch-Lounge drin war. Aber ich habe auch immer gesagt, wo ich war und dann wieder raus. Und dann steht man und unterhält sich, weil ich die Zeit, die ich eben hatte, ne? Da würde ich nicht sagen, nee, ich will mich jetzt lieber hinsetzen. So, sondern die habe ich eben dafür genutzt, um mich zu unterhalten und Leute zu treffen. Es war toll. Aber es war viel los. Warum lachst du? Ich habe am Dienstagabend habe ich 2 getroffen, ein Pärchen. Und die hatten diese Sitzkanister-Dinger. Mhm. Und dann haben die halt die ganze Zeit gesehen, mit jedem, mit dem ich mich unterhalten habe, ich habe mich immer bewegt. Und sehr viele Leute, glaube ich, haben das nicht verstanden, warum. Weil du halt immer deine Füße bewegen musst, weil du kannst einfach nicht mehr stehen nachher. Ja. Und dann bist du halt immer so zurück, nach vorne. Und dann sagen die, Dizzy, willst du sitzen? Und sie saß auf diesem Karton. Sie saß da, weil sie auch Fußschmerzen hatte. Und dann sagt sie zu mir, Dizzy, nimm bitte den Karton, setz dich bitte hin. Ich sag so, nee, kann ich nicht machen. Bleib mal sitzen, außerdem ist das unhöflich. Und dann hat sie darauf bestanden, dann hast du dich da hingesetzt. Und dann hat sie, sitz mal bitte kurz 5 Minuten. Ja, und dann kam der Nächste, können wir ein Foto machen? Sag, kannst du keinen Karton wieder mitnehmen? Das hat eh keinen Sinn. Ja. Ich hab dann abends, mit Dings hier im Hotel haben wir das immer gemacht. Aber das war super nett. Also da waren echt klasse Menschen, habe ich getroffen, ja. Ich durfte auf dem Camping-Sitz habe ich gereicht bekommen. Über Amazon bestellbar. So ein kleines Camping-Ding, so ein 3-Ding, ne? Zack drauf. So, oh mein Gott, danke schön. Dann bin ich da mit diesem Dreier gesessen. So, ah, oh, wunderbar. Aber die Kartons, die gab es fürs Anstellen. Ja. Bei Spielen. Genau, ja. Da hat man ihn gekriegt, ja. Gute Werbeaktion. Gab, glaube ich, 2 Firmen, die ausgeteilt haben. Ja. Und am Ende der Messe wusste jeder, welche 2 Firmen das waren. Samsung, ja. Ich habe meinen Merch leider nicht an gerade. Und World of Warships. Aber wir können auch noch andere Sachen machen. Genau, ja. World of Warships. Ich habe alles, was cool ist, habe ich mir ergattert. So. Obwohl, alles, was cool ist, da kenne ich die Leute. Ich hatte, ohne Scheiß, ich habe die, also obwohl stressig war, ich habe die coolsten Familien kennengelernt. Und ich sag mal, Alternate war sehr familiär und auch Twitch. Und ich habe noch nie sowas Tolles erlebt. Also Alternate hat mich komplett von den Socken gehauen. Absolut.
Und ich bin, also ich, wie gesagt, ich wäre, das sage ich ja, das habe ich schon vorher gesagt und ich sage es jetzt auch nochmal und jetzt ist es noch intensiver. Ich würde lachend in eine Kreissäge laufen, wenn ich da irgendwann mal rausfliege. Weil, ey, das war, weiß ich nicht, am ersten Tag so, die streamen, was machen die hier überhaupt, ja? Und dann im Laufe der Woche hat sich das so entwickelt und so sag ich mal, ich habe da mit den Azubis geredet, als wenn wir schon 100 Jahre uns kennen, so. Ja, und du so, ja, sehi, oh, gestern, die ganze Zeit gequatscht. Und dann hast du so die alten Hasen, die das da so mit organisieren. Wir kennen ja eigentlich nur Vincent, also ich. Und dann hast du dich da mit denen hingestellt und rumgeblödelt über die Woche. Dann warst du abends mit 50 Mann essen in einem Restaurant. Und das Normalste von der Welt irgendwann so. Und dann hast du immer zwischen kurz hinter der Bühne so ein bisschen geschnackt und so. Und dann hat man sich immer so angegrinst und so Gags gemacht. Das war schon sehr, sehr geil. Und bei Twitch war das auch richtig cool. Muss ich sagen, ich habe ja auch sehr viele Leute bei Twitch treffen können. Und habe mir auch immer sehr viel Zeit genommen. Deswegen war ich übrigens morgens um 8 immer da. Weil morgens um 8 hast du die coolsten Leute getroffen. Mhm. Weil die waren so im Arsch, ja, die haben dann einfach so, okay, lass uns reden, damit ich nicht einschlafe, so ungefähr. Und dann hast du wirklich sehr viele coole Leute kennengelernt. Also mein Highlight persönlich war Fresh Rider. Weil Fresh Rider ist irgendwie, ich weiß, ich kann das nicht einschätzen. Der ist so furztrocken irgendwie. Der hat keine Mimik, glaube ich. Ich habe ihn immer nur so, und dann, wenn es mal so. Und das war alles. Und das war immer super gut, weil man hat sich halt so die ganze Zeit immer mit Leuten so angeguckt nur und hat dumme Blicke ausgetauscht, ja. Und das war ein Highlight, das war echt gut. Aber Fresh Rider, ich habe dir ein Lied gesungen, okay. Das hat dir bestimmt noch nicht jeder gesungen. Und gestern Abend war mega cool. Gestern Abend war einer der schönsten Abende. Wir waren gestern mit Chris und Fabulina und MK und Dorbaume. Ich habe Dorbaume noch nie so ruhig gesehen. Der saß gestern am Tisch und hat nur zugehört. Ach, Baume ist so ein Entspannter. Ich weiß gar nicht, wie Chris, wie hieß der Admin? Ich habe seinen Namen vergessen. Das konnte ich mir nicht merken irgendwie. Weil ich, das ist nicht deutscher Admin? Hier. Nee, nicht Twitch-Admin. Von Alternate Live. Ey, das war so ein schönes Essen gestern. So völlig unbefreit. Und du guckst auf die Uhr und es ist 24 Uhr und du bist müde. Und das war halt übelst lang. Also der ganze Abend war sehr lang. Aber auch mega entspannt und super. Lulhack, genau. Und das war echt toll. Mann, ihr da draußen, ihr Leute, ich hab mein Dings, yo, mein Sentimentalen gerade. Scheiß die Wand an. Ich hätte weinen können. So wie Mocker. Beim Plattformer. Gott. Twitch-Bühne, ich glaube, ich bin da zu Hause. Ich habe mich da so wohl gefühlt, ne? Du hast das aber auch gut gemacht, muss man sagen. Ja. Ich hab mich da so wohl gefühlt auf der Bühne, das war ultra geil. Gerade so mit den Leuten, die man kennt und dieses Glitch-Games. Habt ihr da draußen, Leute, die gerade zugucken, habt ihr Glitch-Games geguckt? Habt ihr Glitch-Games geguckt? Mm-mm. Nee? Ja, ich saß da, aber ich hab nichts verstanden. Ihr solltet und euch mal die Passwörter angucken. Es könnte sich lohnen. Okay, einige haben sich das angeguckt. Gut gemacht, schreiben manche. Mann, das hat so viel Bock gemacht auf der Bühne, ne? Gerade so mit den Leuten, die du kennst. Und ich habe mit Mocker und Kubi zum Beispiel euch sehr lange vorher gesprochen. Und auch mit, ich fand das so cool von Tinkerleo und Schlo, ja? Also mit denen, die sind halt extra nochmal Samstag wiedergekommen auf die Bühne. Und sind eingesprungen und das wurde eigentlich so ein Running Gag, weil ich halt mit Schlo so eine kleine Spaßrivalität hatte. Und oh Gott, das war so toll, ohne Witz. Das war supi. Das war klasse. Das war schön. Apropos Running Gags, Phil und ich haben jeden Entwickler im Indie-Booth, der bei uns sein Singleplayer-Spiel vorgestellt hat, gefragt, ob auch Microtransactions mit reinkommen. Oh wow. Wow. Manche haben den Joke nicht verstanden und haben dann angefangen zu erzählen, oh ja, ich habe nichts gegen Microtransactions. Und dann haben wir denen, glaube ich, Ideen gegeben. Oh, wow. Hm. Das ist ja frech. Mhm. Das ist ja wirklich frech. Filmmann ist aber auch, ich weiß nicht, ich mag Filmmann. Filmmann hat super viel Talent, ne? Ich mag den mega. Filmmann hat wirklich sehr viel Talent, habe ich festgestellt. Auch mit als wir mit Dan auf der Bühne waren, Phil war sehr, sehr, sehr nervös, habe ich so das Gefühl gehabt. Das hat sich ja nachher so ein bisschen immer gelegt.
Aber Fillmann hat sehr viel Talent, muss ich sagen. Also, Fillmann ist einfach als Kind in den Entertainment-Topf gefallen. So. Naja, das würde ich nicht sagen. Doch? Nee. Wie nee? Dafür muss er noch so einige andere Dinge ablegen, damit er richtig entertained ist. Was so. Denn? Die Memes zu viel, oder was? An manchen Sachen ist bei Phil halt so, das ist sehr grenzwertig. Und da geht er dann immer so ein bisschen drüber. Auch gerade als wir uns unterhalten haben auf der Bühne am Donnerstag, glaube ich, ja, das war manchmal so seine Memes ein bisschen over the top so. Und da waren einige dabei, die so ein bisschen over the top waren. Also ich weiß nicht, ob Becky in den Spiegel geguckt hatte am Freitag, als sie auf der Bühne war. Wow. Also die hat sich, glaube ich, sehr fein gekleidet für Donnerstag. Und dann am Freitag habe ich gesagt, am Samstag, Becky, schön, dass du dich ein bisschen... Das war sehr viel. Ich meine, man konnte zwischenzeitlich, glaube ich, schon durchgucken. Ich meine, schönes Dekolleté, das würde ich jetzt nicht sagen, ne? Aber ich glaube, auf der Bühne sollte man sich vielleicht so nicht kleiden und dennoch noch so seitlich hindrehen, sodass das Kleid sich so ein bisschen hochwölbt. Und der sagt, Becky, die Leute können hier den Schlüpfer gucken. Mach das mal zu. Oder deck das mal ab. Und dann irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendjemand hatte mir noch geschrieben, sag mal, Dizzy, kannst du dich eigentlich noch konzentrieren nehmen, Becky? Das ist ja offen, da kannst du ja bis runter gucken. Und ich sag mal, es war gar nicht störend. Ich will jetzt nicht sagen, also es ist, in meinen Augen war es ein bisschen unpassend für den Moment, ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass das nicht gut ist, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, da habe ich sehr viele Nachrichten gekriegt. Das war das Erste, was ich gehört hatte. Was? Das, genau das. Oh. Ja, das von war mir? Das. Nein, nee. Ja, ne, Twitch-Bühne und so und ja, die ist halt erhöht und ich bin noch gar nicht angekommen. Was? Ja, hat sie wohl nicht drüber nachgedacht. Aber es sah gut aus. Es hat super, ja, meine ich ja. Es sah gut aus. Ja, mehr meine ich ja. Vielleicht nur ein bisschen unpassend für den Moment so. Ja. Das ist, glaube ich, wäre so ein Abendkleid. Aber es hat super funktioniert mit Becky. Sie hatte ja Freitag hat sie noch ein paar Termine gehabt und dann habe ich ja Freitag ziemlich lange gemacht. Und dann habe ich sie Sonntag gefragt, ob sie Bock hat, ein bisschen mehr zu machen, weil sie ja Freitag nicht da war. Und dann hat sie das auch übernommen und das hat echt gut funktioniert. Also es war auch eine sehr schöne Erfahrung, auch mal mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und die Regie, leck mich am Arsch, waren die geil. Mann, die waren richtig gut. Das hat echt Spaß gemacht. Und, wo haben die eigentlich gesessen? Das war auch einer der schönsten Momente. Das Jackie. Ist Frankie. Frankie. Oh, Frankie ist so lieb. Das ist Frankie und Frankie hat hat das halt übernommen und hat die Bühne geplant und das alles organisiert. Und die ist halt wirklich super. Die ist super toll. Die hat sich um uns gekümmert. Und die war schon bei der Dreamhack, war die schon da. Ja, genau. Und hat sich um uns gekümmert. Die ist so sympathisch. Ja, Frankie ist wirklich top. Ja. Wir haben uns dann am Samstag hat sie gefragt, sag mal, Dizzy, gestern hast du Fusche gegessen? Ich so, nee, aber ist auch egal, brauche ich nicht. Und dann kam sie extra noch mit Brötchen raus und hat uns Brötchen geholt. Oh. Und dann hat sie uns sogar noch irgendwie, wir hatten einen eigenen Menschen, der uns Essen geholt hat. Wenn wir was essen wollten, konnten wir dem sagen, was wir wollen und der hätte das geholt für uns. Außer zu trinken. Am Freitag. Okay, am Freitag. Du sitzt auf der Bühne. Von 16 Uhr durchgängig bis 20. Nicht rauchen, keine Pause, nix. Egal, ziehst du durch. Letztes Mal um 16 Uhr getrunken, die ganze Zeit. Gib ihn. Und dann, so kurz vor Ende, holt Frankie was zu trinken und bringt 6 Flaschen hoch. So. Und denkst du, ja, geil, ich habe da nicht gedacht. Alle Gäste kriegen was zu trinken. Außer ich. Nix. Gar nichts. Und dann, kommt nochmal Flips hoch mit einer Flasche. Und dann denkst du, oh, Flips, du bist geil. Flips, du bist mein Mann. Dankeschön. I love you. Und dann siehst du die Flasche an dir vorbeigehen und er gibt sie Schlorox. Und dann sitzt du wirklich als Einziger auf dieser Bühne, wo 8 Leute sitzen und hast nichts zu trinken. Und alle anderen nehmen dir mit ihren Flaschen. Und dann denkst du dir so, also ich hätte jetzt schon gern was zu trinken. Ein bisschen trocken, wäre schön. Nee, schade. Das war mein beschissenster Moment auf der Messe. Der war wirklich super beschissen. Ja.
Was war euer beschissenster Moment? Ich bin in irgendein Fettnäpfchen getreten, aber ich habe es wieder vergessen. Glücklicherweise. Du bist in ein Fettnäpfchen getreten? Ja. Ah, ich hab's vergessen. Oh, da ist Corny, der mit dem Sitz, der mit seiner Freundin da war, mit dem Sitz. Corny, danke schön. Lüri ist seine Freundin. Lüri Corny und Lüri? Ja, ja, dann habe ich von Lüri, Lüri den Karton gekriegt. Von Lüri hast du den Karton bekommen, ja. Ja, geil, nice. Das war nett von euch. Ja. Beschissenster Moment. Als die Füße angefangen haben zu schwellen. Und mein Knöchel halt. Also, es gibt geschwollene Füße und dann gibt es meine Knöchel. Die halt aussahen, als wenn er. Das war abartig. Da ist so eine Beule rausgekommen an der Seite, links und rechts. Das fand ich jetzt nicht so schön. Ansonsten muss ich sagen, ich habe gar nicht solche. Nö. Zwischenzeitlich in den Taxis, wo ich gedacht habe, ich muss sterben. Weil die halt echt. Extrem fahren. Du keins, Debbie? Ja, doch, ich hab. Nein. Jetzt erzähl! Nein, ich hab was. Nein, das würde ich hier. Nein, da würde mir Dizzy auch einen über den Kopf ziehen, wenn ich das hier sagen würde. Achso. Ich war in einem IRL-Stream und habe da Dinge gesagt. Aber es haben glücklicherweise nicht so viele Leute zugeguckt. Ich war auch bei einem IRL-Stream. Ich habe einfach seinen Stream übernommen. War gut, da waren auch welche von mir da. Und dann habe ich da einfach... Er hatte er wollte, ich weiß gar nicht, irgendwas mit einem Selfie oder so. Und habe ich gesagt, komm, wir machen das auf Video einfach. Und ich dachte, also ich wusste nicht, dass er streamt irgendwie. Und dann habe ich mich einfach dazugestellt. Ich glaube, das war das nicht Johnny, glaube ich? Ich weiß nicht, ob das Johnny war. Johnny Dirk? Nee, FX Johnny? Nee, das war nicht FX Johnny. Irgendjemand. Ey, der hat sich gefreut wie ein Schneekönig, ne? Der hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Und dann stand ich neben ihm draußen und wir haben ungelogen 15 Minuten zusammen gestreamt. Das war ich. Siehst du? Ja, Johnny. FX Johnny, der hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Und da habe ich gesagt, na los, dann hau rein. Du kannst alles mögliche Fragen stellen. Du hast das auf Video. Für immer. Du kannst das speichern. Und, ich weiß gar nicht, hast du. Nee, Johnny, das war. Haben wir uns draußen nochmal gesehen? Ich würde euch super gerne das Video davon zeigen. Das war echt toll. Und das gucke ich mir sehr gerne an, Johnny. Und ich bin. Genau, du hast mich gefilmt und dann war am nächsten Tag war noch jemand. Der war genauso wie du. Der hat auch nur. Der hat mit dem gemeinsam dann gestreamt. Es war so ein schöner Moment, Leute. Als ich mir das Video angesehen habe, weil ich kriege das nicht mit, wie Leute aufgeregt sind oder sich, wie sehr sie sich darüber freuen. Und also man sieht, dass manche Leute zittern halt, ne? Da sieht man das halt sehr extrem. Aber ich selber zum Beispiel bin ich so ein Typ, der sich als besonders ansieht. Bloß weil er irgendwo im Fernsehen was macht oder also auf dem Bildschirm von anderen Leuten rumhampelt. Und als ich das Video gesehen habe, Johnny, also der ist mit einem Grinsen in dem Video, hat er das beendet. Das hat mich wirklich wärmstens berührt. Und ich bin sehr froh, dass ich meinen meinen letzten Handy-Traffic für das Video rausgehauen habe. Weil das war wirklich sehr, sehr schön. Das war sehr, sehr geil. Ja, also, wo es gerade jemand schreibt, mir hat jemand, also Stay hat mir sein Handy in die Hand gedrückt. Das ist nichts Besonderes. So, das ist Stay. Das mache ich jeden Tag so. Stay so. Von dem will ich auch kein Interview. Stay ist ein Arsch. Nee, ist er nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht so schlimm. Das war ein cooler Moment, ja. Worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe, war, ich glaube, einen Tag, warte, wann war das? Am Freitag ist Divi noch auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mit ihr zusammen streamen möchte, ne? Und dann haben wir von Twitch unten, wo dieser Glaskasten war, da konnte man dann dran vorbeilaufen und reinschauen, haben wir Dark Souls 3 gestreamt. Und das war so wunderbar. Also, du kennst das sicher, wenn du merkst, dass du mit einem Menschen absolut harmonierst. Man kennt sich so, aber das merkt man ja erst in einem Stream, wenn man so zusammensitzt, ob das wirklich passt. Das war Harmonie pur. Das war so wunderbar. Das war echt schön. Das habe ich mit den Bibelbrüdern. Ich weiß nicht warum, aber mit Mokka. Ich weiß nicht, keine Ahnung, warum das so fungiert, aber
Mogga versteht ganz genau, was ich von ihm will. Und also mit Schüssen. Mogga ist so ein Typ, ich glaube, der feiert das total. Wir haben standen draußen und haben noch so ein bisschen vorher gesprochen, damit man so ein bisschen warm wird miteinander. Und dann habe ich mich immer so ein bisschen über Mogga so ein bisschen lustig gemacht. Und Mogga hat das aber nicht schlimm genommen, sondern hat immer richtig hart zurückgeschossen. Und dann, das ging den ganzen Abend so. Und ich möchte irgendwann nochmal so ein, ich will irgendwann Glitch Games nochmal machen, unabhängig von so einer Aktivität. Und ich habe mir das ganz weit oben auf den Zettel geschrieben, da irgendwie was Regelmäßiges draus zu machen. Weil ich fand Glitch Games fand ich unglaublich geil. Und das ist so, man kann einfach auf lustig mal scheiße sein. Und keiner nimmt dir das übel. Und das ist, man kann einfach mal rauslassen. Man muss nicht immer super nett sein oder man ist nur unter sich, sondern man haut alle in einen Port, rührt da einmal rum und dann macht man ein bisschen Kacke miteinander. Und das war super. Das war klasse. Das hätte ich aber auch nicht erwartet, weil die Bibelbrüder mag ich nicht. So, es ist raus. Es ist raus. Ich auch nicht. Raus. Und Sally auch nicht, bin mir ziemlich sicher. Was, niemals. Habt ihr euch eigentlich so ein paar Cosplayer angeguckt? Ich hab Farben. Oh, das war. Farbenfuchs war da. Und Farbenfuchs, ich habe sie gehostet, während sie ihr Ciri-Kostüm im Stream fertig gemacht hat. Und sie hat ja diese. Ich habe davon schon erzählt. Ich glaube, ich habe sie sogar als Streamerin die Woche damals genommen. Es ist unglaublich, wie viel Arbeit sie da reingesteckt hat. Und dann habe ich sie endlich gesehen. Und ich habe mich so gefreut. Sie sah so toll aus. Ich war aber gerade dabei, schnell mit Flips ein Bild zu machen und dann mit Divi in dieses kleine Schwitzkasten zu gehen. Und ich hatte keine Zeit und ich hatte das Glück, dass ich sie hinten drauf, während ich mit Flips das Foto gemacht habe, habe ich sie hinten drauf gehabt. Ich habe sie einfach größer gezogen und meine Stirn und sie ist hinten, sage ich, zählt auch als Bild. Ich habe, Annie, Tascha? Ja. Sie heißt Tascha, ne? Ja. Tascha habe ich gesehen, aber leider ohne Cosplay. Anissa habe ich getroffen. Und ansonsten, ja, ne? Aber ich muss sagen, auf anderen Messen habe ich mehr Cosplay gesehen als auf der Gamescom, was an der Masse an Menschen liegen kann. Weil es eher Cosplay-Messen waren wahrscheinlich, Fantasy-Basel. Ja, wahrscheinlich. Also die Dichte an Cosplayern ist auf den anderen Messen, wo ich bis jetzt war, war sie größer. Aber auch auf der DreamHack hatte ich das Gefühl, dass ich da ein paar mehr gesehen habe. Ich war dann in der Blizzard-Halle und da waren viele. Oh, es waren sehr viele Mercies. Flügel, 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 Flügel. Überall waren Flügel. Es waren auch viele 2Bs aus... Du was? 2Bs. 2-B von Oh, jetzt fällt mir der Name des Spiels nicht ein. Verdammt. Warte. Der Chat weiß es gleich. Ja. Zieh die Zeit heraus. Von Yoko Taro, so heißt der Entwickler. Chat, könnt ihr übrigens mal ein paar Cevas raushauen? Die Biber sind da nicht, dass die gleiche, dass alles nass ist. Haut mal ein paar Cevas. Danke, wir machen weiter. Nier Automata, so. Von Nier Automata, der Haupt. Oh ja. Den habe ich nicht. Ich wollte das Achievement unlocken, aber ich habe nicht 10 verschiedene 2Bs gefunden. Und das Wegrennen von den Securities war immer so anstrengend. Nicht einen gesehen. Nee, aber... Ich sehe bei sowas immer nur Leggings. So Frauen in Leggings. So ultra eng in Leggings. Naja, Leggings sind ultra eng. Ja. Ja, aber das sind Leggings. Nur so nicht solche Cosplay sehe ich, oder? Bin ich vielleicht Leggings fixiert? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ha. Manche mögen hohe Schuhe und du halt Leggings. Also ich habe auch gar nicht so viel gesehen, aber ich glaube, meine Freundin hat ganz viele gesehen und hat da ein Video von gemacht. Was? Wir haben noch Videos und wir haben keine. Können wir das abspielen? Ja, und sicher sagt sie. Gut. Yay. Los geht's. Cosplays.
Großartig. Ich glaube, wir sind. Ja, so. Wow! Das Mega. Ist übrigens das ganze Material, was mir bei meinen Vlogs gefehlt hat. Kacke. Meine Freundin hat. Ich habe das noch nicht einmal gesehen. Ich durfte mir das nicht ansehen. Vielen lieben Dank an die Regie. Es ist toll. Ja. Dankeschön. Das sind wirklich sehr, sehr tolle Videos. Endlich kann ich mir die Gamescom mal angucken. Wow. Ja, in dieser Ecke war ich auch nicht, an dieser Cosplay-Ecke. Ich auch nicht. Schade. 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 Die Bundeswehr, das war, glaube ich, nicht die Bundeswehr, sondern die Operator von Rainbow Six Siege. Die Bundeswehr hat sowieso verschissen. Ich habe keine Ahnung, was die mit unseren Steuergeldern machen, außer da upraven eine Woche lang solche... unmöglichen Menschen, ey, das ist wirklich, das ist unterirdisch. Die machen sich da komplett zum Arsch, machen die sich. Die spielen, da steht den ganzen Tag ein DJ auf der Bühne und der rammelt Musik und die ganzen... Wie kommst du jetzt darauf? Weil das gerade irgendwie im Chat stand. Und dann stehen die da mit ihren Daumen so in der Weste drinne und dann raven die ganze Zeit so ab und tanzen zu ihrer eigenen Musik und dann ballert dann nur Mucke den ganzen Tag bei der Bundeswehr neben Alternate. Ach, die Bundeswehr hat wieder einen Stand? Ja. Auf der Gamescom? Ja, natürlich. Für und was? Einen riesigen. Du musst die Leute noch bekommen, wenn sie noch nicht einen freien Willen haben. Also gehst du auf die Gamescom, wenn die halt noch nicht so alt sind. Es ist so unglaublich verrückt. Die machen sich so lächerlich damit. Oh, das habe ich gar nicht gewusst. Nächstes Jahr hat die katholische Kirche auch einen Stand. Weil ja, mehr Kirchen. Woher kommen sie nicht? Ja, eben. Aber nichtsdestotrotz, Leute, Hashtag Feelingsdom, weil ich habe die Videos nicht gemacht, das war mein Frauchen. Also alles, was ihr für einen Plankenschnack seht, das hat mein Frauchen gemacht für euch und auch für uns, damit wir uns das ansehen können. Also haut mal ein bisschen Liebe raus, das wäre ein Träumchen, weil es gibt noch mehr, weil da ist ja noch ein gewisser anderer Bereich, wo wir auch noch nicht drin waren. Aber warte, wir haben noch mehr. Aber nicht jetzt. Nee. Nein, noch nicht. Also tatsächlich die einzige Cosplayerin, die ich getroffen habe, war auch Leslie. Die ein unfassbar gutes Siri-Cosplay. Also ich habe sofort wieder Vatergefühle gehabt. Ich war direkt versetzt wieder in Witcher 3. Oh, ich wollte gerade sagen. Da war die Kurve gekriegt. Was denn? Das ist ein schönes Bild mit ihr, ne? Ja, habe ich. Ja, meine Stirn auch. Meine Stirn auch. Ärgert mich also, so. Ich habe eine Stunde mit ihr auf der Bühne gesessen, neben ihr. Also es war auch ganz nett. Ich habe einen längeren Selfie. Ich habe einen längeren Selfie. Der geht eine Stunde, der Selfie. Durchhaltevermögen. Ja. Aber es ist schwer mit drei Frauen auf der Bühne, muss ich sagen. Da nimmt man sich dann irgendwann ein bisschen zurück. Nee, fand ich toll. Aber viele stecken da immer sehr, sehr, sehr viel Arbeit rein. Das ist, ich beobachte das gerne. Die ganzen LEDs, die dir dann noch da verbauen und. Das ist eine andere Welt, finde ich, wenn man die dann so sieht. Das ist so, wow. Das stimmt, ja. Und wie viel Mühe die sich da geben, ne? Also wie viel Details da teilweise in den Verkleidungen steckt. Jeden Ring von diesem Kettenhemd. Ja. Hat sie mit ein bisschen, hat ein Bekannter im Stream geholfen,
hat die da zusammengeheftet, jeden einzelnen Ring für diese Weste von Ciri. Also ich muss sagen, das nenne ich mal Liebe zum Cosplay. Wirklich, das ist Wahnsinn. Und es war ein Gigant. Also es war für mich auch, ich habe einige Ciris gesehen, ich habe auch schon viele auf der Fantasy Basel, war das, glaube ich, das Kostüm. Mm. Es war das Kostüm, da hast du, da hast du einen guten Geralt gesehen und 25.000 Ciris. Aber für mich ist, von allen, die ich bis jetzt gesehen habe, war das für mich das beste Cosplay. Und das Tolle ist, wenn die Bilder machen, die sind auch immer on point in ihrer Rolle. Ne? Da siehst du nie, dass die einmal einen Gesichtsausdruck gemacht hätten, der eben nicht zu diesem Charakter passt. Ganz toll. Also da bin ich sehr beeindruckt. Ja. Da gibt es wieder so einen schönen Spruch. Ist Steve noch da? Combo? Steve? Wir hatten darüber gesprochen. Do work, work harder. Das ist halt immer, wenn du irgendwas machen willst, dann musst du halt reinhauen, ne? Und ich glaube, Leslie ist da ja mit ihren Cosplays, die haut da schon ein bisschen Zeit rein. Vielleicht können wir da mit ihr mal drüber sprechen. Das wäre auch sehr cool. Das wäre richtig gut. Ja, wenn wir mal über Cosplay ein bisschen sprechen könnten. Mhm. Ist ja gerade so ein bisschen aktuell. Mal sehen. Ich habe ja jetzt Connections. Ich saß neben ihr. Ich habe mit ihr Tandem gespielt. Mario Kart. Achso. Ja, ich habe halt Mario Kart. Wäre ein cooles Bild. Du und Leslie auf einem Tandem durch die Gamescom fahren? Nee, ich glaube, ich auf einem, also wirklich, ich auf einem fahrenden Untersatz, das wäre nicht gut. Da wird es ganz viele Tode geben, vermutlich. Schätze ich mal. Series Cosplay, du da vorne, bring, bring. Farbenfuchs ist der Name übrigens von Leslie. Ja, Leslie, Farbenfuchs. Genau. Falls irgendein Modder mal ein Leslie macht ein Dizzy-Cosplay. Das scheint auch sehr... Nee. Also wenn das irgendwann mal einer macht, das wäre krass. Außer, na gut, Young Pete sieht, Lutz Vegas sieht fast genauso aus. Nur ein bisschen dicker. Also wenn er noch ein bisschen abnimmt, dann könnte das vielleicht hinkommen. Das war ein harter Schuss, Young Pete. Aber ich weiß, du kannst ihn nehmen. Du musst einfach nur ein bisschen wachsen. Du musst einfach nur ein bisschen wachsen. Wo waren wir denn noch nicht eigentlich? Regionstechnisch. Worüber haben wir noch nicht gesprochen? Über die Partys können wir nicht reden, denn was auf den Partys passiert, bleibt auf den Partys. Yep. Das damit ist genauso. Eine Grundrügel. Rügel. Können wir nicht drüber reden. Naja, Star Wars war sehr groß aufgebaut mit Fighter und allem drum und dran. Das sah schon sehr spektakulär aus. Da bin ich auch durchgelaufen. War Captain Kirk auch da? Nee, ich glaube nicht. Okay. Habe ich nicht gesehen. Keiner der Captains war da. Man hat die Orks gesehen von Mittelerde, da Mordos Schatten, zweiter Teil. Die waren Hammer. Also die waren wirklich, das war richtig gut. Das Spiel freue ich mich drauf. Was haben wir noch gesehen? Ich habe Alex gesehen. Das Neue, wie ich vorhin schon gesagt habe, von THQ Nordic. Das sieht gut aus. Da bin ich sehr gespannt drauf. Need for Speed, die hatten da, und GTA hatten, glaube ich, einen Audi R8 da stehen, in den du reinsitzen konntest. Der ganze Audi hat sich dann bewegt und du konntest in dem Audi, konntest du das Spiel antesten. Ja, Stefan hat davon Bilder und sowas gemacht und The Crew 2 war es? Okay, war es The Crew 2 mit dem Audi? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo das war das. Das ist ziemlich krass gewesen. Das ist so eine der besten Ideen, fand ich. Was hatten wir denn noch? Bei der Evil Within konnte man sich schminken lassen. Als Gronkh? Nee, Gronkh hat am Ende sehr viel Schminke auf dem T-Shirt gehabt. Weil er geweint hat? Nein, die ganze Zeit. Tränen seiner Fans. Ich hatte auch so einen Moment mit einem kleinen Magger. Der war Revi auf der Bühne und der ist fast zusammengebrochen, dann stand er draußen und dann habe ich zu mir gesagt, du, ich würde an deiner Stelle jetzt nicht weinen, wenn du irgendwann erwachsen bist, dann ist dir das peinlich, weil für den weinen, das lohnt sich nicht, habe ich ihm gesagt. Ich wusste gar nicht, dass Mokka ein Revi-Fan ist. Was? Ich wusste gar nicht, dass Mokka Revi-Fan ist. Nee, der war ein bisschen kleiner, aber ich weiß, das konnte ich mir in dem Moment nicht verkneifen, ich hoffe, ich habe ihm nicht das Herz gebrochen, aber ich habe dann gesagt, du, ist nur ein Witz. Ja. Aber der ist auch fast komplett ausgetickert, so.
Das war völlig, völlig verrückt. Da war auch was los, als der da war. Bitte? Da war auch was los, als der da war. Ja. Also bei YouTubern rammelvoll, bei Streamern gar nichts. Ich stand davor, weil ich darauf gewartet habe, dass die Bieber Bros dann halt auf die Bühne kommen. Und dann wurde halt Unge an mir vorbeigeleitet. Und es war einfach so eine Traube an so Hänflingen, sagt man, glaube ich, ne? Ja. Mit ihren Vätern oder Müttern, die halt an mir vorbeigezogen sind. So, das ist das Problem bei den. Ich glaube, es ist bei allen gleich viel, nur bei YouTubern hast du eben nochmal das Elternpaar daneben stehen. Und dadurch hast du einfach, für jeden Fan sind drei Personen da, weil die halt nicht alleine da lang rennen dürfen. Also, ich weiß gar nicht, wie die Videodays das machen. Revi, Dr. Banks, Captain. Chef Sprudel. Sprudel, Chef Sprudel, Unge, Papa Platte und heute Julian Bam am Flughafen. Ohne Witz, also ich meine das nicht böse, in keinster Weise, aber da stehen nur kleine Kinder. Nur kleine Kinder. Nur kleine, ich hab's auf der Bühne, nur kleine Kinder davor. Richtig krass. Und heute, ey, ohne Witz, also ich meine, Revi, ich habe dir die Hand geschüttelt, ich meine das nicht böse, vielleicht weißt du das auch selber, falls du das irgendwann, dir das irgendeiner schickt. Wir sitzen heute original im Bus auf dem Weg nach Hause und dann sitzen da zwei und unterhalten sich darüber, weil Revi hatte getwittert irgendwie, dass Leute ihn angespuckt haben oder so. Und die haben halt original, naja, sich auch so verhalten irgendwie und das ist... Also ich meine, ich habe das jetzt mal von der Seite gesehen so, ne? Und das ist richtig crazy. Mhm. Richtig crazy. Die Bundeswehr hört schon hin, habe ich gehört. Oh. Ja, die Bundeswehr kommt vielleicht nächstes Mal vorbei und legt noch ein bisschen Musik auf, damit sie noch ein bisschen lauter machen können. Und sich beschweren, dass der Nachbarstand so laut ist und selber übelst Mugge aufdrehen. Das war meine Erfahrung. Ich gehe bei allen etwas trinken und gehe raus und dann steht da jemand von der Bundeswehr. Mensch, ihr macht da drüber aber ganz schön Party, wa? Ist ja ganz schön laut. Und dann stehst du da, guckst rüber. Warte mal, bei dir legt doch auch gerade ein DJ auf und ihr seid doch lauter, oder nicht? Und dann guckt er so und geht einfach wieder. Wow. Das war unten in der 5-1-Halle richtig crazy. Aber ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe den Faden verloren. YouTuber. Oh ja. Aber das ist der Grund, warum es eben diese Exklusionsveranstaltung bei den Videodays gibt. Damit eben alle da schön hingehen können, damit die Gamescom ein bisschen leerer bleibt von diesen Menschenmassen, die sich um die Leute... Das ist ja echt ein Star-Kult, ne, bei den YouTubern. Das hast du halt... Das ist halt noch der Unterschied. Das wird bei Twitch bestimmt irgendwann auch mal so sein. Irgendwann, wenn IRL noch ein bisschen wächst, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber momentan ist es noch so... Wenn du einen Streamer treffen willst, die meisten stehen da rum den ganzen Tag und dann kommen immer Leute vorbei, schütteln Hände, machen Fotos. Manche wollen schon Unterschriften. Bei YouTuber hast du einfach so eine Riesenmenge Menschen um sie herum, zumindest bei den Großen. Und das ist noch schön, dass es auf Twitch noch nicht so ist. Aber es wird irgendwann trotzdem so sein. Zum Glück nicht um uns. Dafür, glaube ich, sprechen wir viel zu viele erwachsene Leute an, aber es werden auch die Leute kommen, die eine etwas jüngere Zielgruppe haben. Ich hatte jemanden von den Lofties. Die sind ja ganz bezaubernd, ne? Die Lofties? Die Lofties, ja, von Lara. Ach so. Und, Ach so. Ich glaube, ja, die Lofties sind auch so ein eigener Kult, habe ich das Gefühl. Und das meine ich nicht böse. Und dann kommen so zwei junge Mädels an. Sag mal, du bist doch Dizzy, oder? Ich so, ja. Weißt du, wo Lara ist? Nee, wieso? Ja, wie finden die nicht? Okay. Nee, kann ich euch nicht helfen, aber vielleicht ist der Herr nochmal da, so, oder? Oh, können wir doch ein Foto machen? So total beiläufig, ja? Ich meine, eigentlich bist du völlig irrelevant, aber wollen wir mal ein Foto machen oder so, weißt du? Wenn du schon mal da bist, so. Und dann so, na klar, komm ran. Hast du mit dem Foto gemacht, hast du ein bisschen gesagt, die waren super lieb, die beiden. Die waren super lieb. Und, so einen Moment hatte ich auch. Bitte? So einen ähnlichen Moment hatte ich auch. Und, Es war super witzig, ja. Du hast genau in dem Moment gefühlt so, scheiße, eigentlich bist du voll irrelevant, aber komm, wir machen noch ein Foto so. Und dann habe ich das Foto halt gemacht und dann habe ich sie abends nochmal gesehen. Können wir noch eine Unterschrift haben? Dann habe ich gesagt, hey, jetzt wird's aber fett.
jetzt hier jetzt noch eine Unterschrift oder wie? Und dann habe ich denen noch eine Unterschrift, dann haben wir noch mal ein bisschen gequatscht und so. Und die haben sich in ein Herz ausgeschüttet, dass sie die Lara noch nicht gesehen haben. Tut mir bitte einen Gefallen, Leute, fahrt da nicht hin, um irgendwen ganz spezifisch zu sehen. Und wenn es eine Person ist, bleibt einfach zu Hause. Mann, so ein Autogramm, Leute, ist den ganzen Stress nicht wert. Nein, absolut nicht. Ey, da sind Menschen, ich habe eine einzige Person und das war auch so ein bisschen creepy. Der hat einfach seine Grenze nicht gefunden. Da saß du dann irgendwie draußen in der Pause und dann kam er überall hinterher und Leute, macht das nicht. Macht das nicht, Leute. Tut euch nicht den Stress an. Das ist scheiß viel Stress, um jemanden zu finden. Sucht da nicht unbedingt nach, so, also für ein Foto oder so. Oder den ganzen. Ich kann das verstehen, das ist toll, aber dann bleibt lieber einen Tag länger da, anstatt da irgendwie. Das ist richtig krass. Also, die gerade Johnny zum Beispiel, der gerade geschrieben hat, der hat auch einen ganzen Tag gewartet und gesucht. Das ist crazy. Und das, also, ich weiß nicht, wie es für euch ist. Für mich ist das unangenehm, dass sie für mich so lange warten. Echt? Ich bin ein ganz normaler Typ. Und man hat danach ein unglaublich schlechtes Gewissen, wenn man einfach nicht die Zeit findet. Richtig. Es ist so, ich habe das am Samstag gehabt. Da war dann auch jemand, der einfach schon lange gewartet hat. Und dann hatte ich Zeit und bin da gewesen. Und es war, ich weiß nicht, der ganze Samstag war so ruhig. Und dann auf einmal kam, ne, von da kommt wieder jemand. Und dann hast du dich zwei Worte unterhalten. Und dann hat wieder jemand gefragt, nu, Sally, darf ich noch ein Foto machen? Klar. Und es war mir, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil dann hast du dich da unterhalten, weil du möchtest ja mit jedem dich unterhalten. Ja. Und jedem seine Zeit geben und nicht ab. Das wäre für mich das Schlimmste, wenn ich, ja, hier, ne, und tschüss und geh. Und ich habe mich dann so oft entschuldigt, sage, es tut mir so leid. Das Lustige ist, bei genau der gleichen Person habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Ja, es ist, ne? Man hat dann ein schlechtes Gewissen. Habe ich ihn vielleicht gesehen? Die Person? Ja. Ich glaube schon, ja. Wer denn? Sagen wir nicht. Warum nicht? Nein. Warum? Sag doch mal! Nein. Aber so. Auf jeden Fall. Aber das war genau das, was ich vorhin meinte. Dann triffst du jemanden, den du halt an dem Tag treffen wolltest, so und schüttelst die Hände. Und plötzlich kommen dann halt von der anderen Seite. Und man kann niemandem böse dafür sein, weil so muss man es halt machen. Du kannst ja auch nicht daneben stellen und warten, bis die Unterhaltung fertig ist und den so lange anstarren wie so ein Creep. Das ist auch unangenehm. Also gehst du natürlich dahin. Aber es ist halt immer, das ist unfassbar schwierig. Ja. Das ist wirklich, und dann war das Summit noch, ne? Da musste man sich dann eben irgendwann auch verabschieden, weil man pünktlich da sein musste. Und ja, also das ist, sowas ist schwierig. Oder ich lese auf Twitter, ich habe dich nicht gefunden. Oder ich bin an dir vorbeigegangen. Ich habe, als ich das erste Mal gesehen habe, jeder, der mich angeguckt hat, mich angestarrt. Und dann habe ich, wenn er immer weitergegangen ist, habe ich gesagt, ey, willst du jetzt noch ein Foto machen oder willst du einfach vorbeilaufen? Also länger was davon. Ich habe das dann gemacht und manche Leute haben dann überlegt. Irgendwelche, ich dachte, das war das Schönste, das war so witzig. Da kommt jemand auf dich zu, ich habe keine Ahnung, wer du bist, ich kenne dein Gesicht, ich will ein Foto. Okay, dann lass uns ein Foto machen. Dann stehe ich vor der Bühne, los, tschüss. Super cool. Also solche Momente gibt es auch. Aber also wenn ihr die Leute seht, dann geht ihr einfach hin. Und wenn sie keine Zeit haben, sagen sie es euch. Aber anstarren, das ist so, ne? Du bist so in der Gruppe. Das ist so mega creepy. Und dann steht immer einer da. Ich quatsche die Leute dann einfach an. Ich sag, was ist mit dir? Was guckst du? Ja, irgendwann sage ich, na? Hast du kurz Zeit? Klar habe ich Zeit. Sag ich, dafür bin ich doch hier. Aber das war schon so ein paar Mal. Ich glaube, sie wollen aber nicht stören in dem Moment, weil sie eben sehen, du bist mit dem am Reden und mit dem und da. Und sie wollen halt in dem Moment nicht stören. Aber es ist dann, ich habe dann schon irgendwann einen Blick entwickelt. Gut, dass ich dann ein, zwei Mal zu jemandem gesagt habe, hä? Und der, hä? Und ich, ja, dann halt nicht. Entschuldigung. Ja, aber weil man halt gedacht hat, dass er halt da steht und wartet und der da wirklich nur so rumgestanden ist, das ist mir halt auch ein, zwei Mal passiert dann so. Weiß im Eifer des Gefechts. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, das fällt mir gerade ein. Ich möchte niemanden auf den Schlips treten, aber ich habe für 2 Sekunden, weil wir gerade über Lara Loft gesprochen haben, Lara gesehen, wie sie
kurz nicht gelacht hat und nicht fröhlich aussah. Für 2 Sekunden war sie einmal kurz ernst. Da war was, ne? Warte. Ja, da hat sie was bestellt und was Falsches bekommen. Und hat dann kurz halt etwas ernster geguckt. Ich habe noch nie gesehen, wie Lara Loft nicht fröhlich aussieht. Das ist so unglaublich. Diese Frau ist einfach 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Hey! Eine Powermaschine. Ja. Also Lara gehört auch zu denen. Eine absolute Powermaschine. Wahnsinn. Die hat auch ein straffes Programm gehabt. Von nichts kommt nichts. Ja. Absolut. Ja, aber das, was sie macht, das ist schon... Und das nicht nur bei der Gamescom, da ist sie da mal mit als live unterwegs, dann da mit weiß ich nicht wem und hin und her und der ganze im Ernst, da werden wir nie hinkommen, glaube ich. So, dass dieses Level, also ich zumindest nicht, dieses Level an Stress so zu verarbeiten, dass man es trotzdem so geil findet, dass man immer noch lachen kann. Und fröhlich. Behind the scenes wird, glaube ich, nicht so viel gelacht. Meinst du? Also wir waren ja mit ihr abends... Sind wir nicht alle mal ganz kurz ein bisschen ehrlich zu uns selber? Ja, natürlich. Wenn du abends in dein Hotelzimmer kommst, sagst du garantiert auch mal Arschloch und Ficke und natürlich. Scheiße. Ich sag das im Stream. Also das sage ich, das habe ich sie jetzt nicht... Also wenn wir jetzt noch von Lara reden... Nein. Davon ist sie einfach nur, die ist nur kaputt gewesen. Ne? Da war dann auch... so, also die war dann wirklich... kaputt, aber ansonsten, da musst du halt durchziehen, aber hinten. Ja, nee, ich bin sehr ehrlich. Also mit mir würdest du abends nach der Gamescom, nach einem Gamescom-Tag nicht essen gehen wollen? Ja, also auf jeden Fall nicht in ein Lokal, wo man sein Essen selber machen muss. Ist egal, ist absolute Salzwoche. Ohne Scheiß, mich hat alles angefressen. Wir waren essen mit Alternate und Vincent hat mir was geschickt, eine Adresse, und die Adresse war falsch. Und wir mussten einen Kilometer extra laufen. Und dann stand ich an dieser Lokation. Ich glaube, Sali, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie das dann läuft. Und dann habe ich gesagt, Vincent, also auch in dem Tor, ich sage, Vincent, es ist ja schön, dass du mir sagst, wo ich hin muss. Weil wenn du mir das Drecksrestaurant jetzt nicht schickst und wenn ich in diesem Scheißrestaurant noch was zu essen machen muss, dann war das letzte Mal, dass ich mit dir so ruhig geredet habe an diesem Abend. Also sag mir bitte, wo ihr seid. Wir gehen dann essen. Aber schick mir den Scheiß jetzt. Und wehe, ich muss 500 Meter laufen. Und dann war ich fertig. Und das ist aber auch jeden Abend so gewesen. Weil du willst einfach, also bei mir ist das so, es muss einfach raus. So. Du bist so unter Spannung. Also entweder fäppst du den ganzen Abend unter der Dusche, damit du das los wirst, weil du stehst eine Woche lang unter Strom. So. Oder du merkst irgendwie an, der das abkann. Yep. Ich habe mich immer für das andere entschieden. Ich mecker in letzter Zeit sehr viel. Ihr wisst, dass ich Stress habe. Immer wenn ich mecker, habe ich Stress, Leute. Ich meine das nicht böse. Ich habe nichts von beiden gemacht, hat trotzdem gute Laune. Aber ich bin auch. Das war auch der Grund, warum ich nie ins Cosplay Village gegangen bin, weil sonst hätte sich das eine erledigt, wahrscheinlich. Auch ich mecker schon. Das ist normal. Ist nicht alles nur ein Ponyhof. Muss nicht immer nur. Ne? Also ich in meiner Position auf jeden Fall nicht. Das ist schon... Auf der Salzkomm, ja, so könnte man das nennen. Aber das ist, ich hab das für mich als Ventil entdeckt irgendwie. Ja, ist es für mich auch. Ich brauche auch das. Ich habe Meckern als Ventil entdeckt für mich. Ich habe mich auch bei der Community dann in der Zeit, wo wenn ich so gestresst bin, dann verpacke ich die Sachen oft nicht ganz blumig. Und nee, ich auch nicht mehr. Und dann weint irgendjemand und dann sage ich, hey, jetzt stell dich doch nicht so an, du Sissy. Was soll denn das? Soll ich in den Wald reinschreien und dann nichts einkassieren können? Ne? Und dann schmeißt sie raus. Ja, aber es tut mir unglaublich gut, weil dafür, dass der eine das jetzt abbekommen hat, geht es allen anderen wieder besser. Einer muss die Schüsse immer nehmen. Ich habe sie einmal an einem Taxifahrer rausgelassen. Also nicht direkt am Taxi, eher an Köln. Da hat Sally gerade im Taxi über Köln geschwärmt und die ganze Zeit, wie toll alles ist. Und da muss ich mal für eine Minute habe ich mal die Kontenance verloren und habe einfach meine Abrechnung gemacht. Und dann ging es mir auch wieder gut. So, einfach Köln mal. Ist scheiße, Drecksloch.
Aber die Straßenführung in dieser Drecksstadt ist ja auch ein... Genau, das hat er lass gesagt. Lass es ruhig raus. Wir können uns auch mal über diese scheiß U-Bahn unterhalten. Ja, unter anderem. Wo es 10.000 Ausgänge gibt und du kommst in der anderen Stadtviertel raus und wenn du nach links gehst, dann bist du in Polen. Nicht, nein, fuck, das nicht ist nur das. In anderen Städten gehst du raus und dann kommst du links von der Seite oder rechts von der Seite raus. Nein, in Köln kommst du in anderen Stadtviertel raus. Und dann bist du am Montag, kommst du da an und dann willst du irgendwo essen gehen und hast Hunger. Und dann musst du später noch dein Essen machen. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich da gar nicht hingegangen. Und dann gehst du die eine Seite hoch und dann kommst du da raus und dann denkst du, scheiße, nee, ich muss in die andere. Fuck, und dann bist du auf der anderen Seite. In einem anderen Viertel der Stadt, wo du dich hin willst. Und dann musst du 3 Stunden rumlaufen. So, und der Hauptbahnhof... Und so sieht dann mein Abend aus. Der Hauptbahnhof hat 2 U-Bahn-Haltestellen. Dann hast 3. du... Oder 3. 3. So. Was wollte ich aber sagen? Dann haben die eine große Veranstaltung wie die Gamescom, die jeden gottverdammten Tag ausverkauft ist, haben die in der Stadt. Dann spielt auch noch der 1. FC Köln gleichzeitig. Und am Samstag alle Fans fahren mit der verschissenen U-Bahn zum Spiel, zum Stadion. Aber Extrabahnen gibt es nicht. Die Bahn fährt genauso wie jeden gottverdammten Tag alle 6 Minuten. Weißt du, was in dieser fucking U-Bahn los war, als wir gleichzeitig mit den FC Köln-Fans und den Cosplayerinnen und den ganzen, weiß ich nicht, Fans von der Gamescom in diese U-Bahn rein wollten? Wir sind nach einer Haltestelle ausgestiegen, haben Taxi genommen. Also ganz im Ernst, wie man es so verkacken kann, nicht genug U-Bahn zur Verfügung. Ich glaube, die haben einfach nicht mehr. Es war, also wir sind ja am Mittwoch angekommen. Ne? Wir sind Mittwochmorgens losgefahren, so zwischen 4 und 5. Und dann schön durch, damit wir rechtzeitig in Köln sind. Und wir kamen gut durch bis kurz vor Köln. Dann hat der Stau angefangen. Aber also wer Stefan kennt, Stefan ist tiefenentspannt. So, es gibt sehr wenig, was Stefan aus der Ruhe bringt. Ne? Ja, dann waren wir irgendwann in der Stadt, sind wir am Hotel angekommen. Ich habe im März gebucht. Frühbuchung, ne? Und habe extra angegeben, Frühbezug. Wir kommen frühs an, wir wollen auch früh das Zimmer haben. Es war, bis wir da hingekommen sind, hast du die Brücke verpasst, fährst du weiter bis zur nächsten Brücke. Es sind sehr viele Einbahnstraßen, finde ich, in Köln. Stefan war schon ein bisschen am Pumpen wie ein Marienkäfer, weil wir das da nicht gefunden haben und da 5-mal dran vorbeigefahren sind und sehr viele Baustellen zwischendurch waren. Ich war noch tiefenentspannt nebendran, habe schon Bilder gemacht von Köln. So, oh, guck mal, Köln ist so schön. Da ist der Dom, da ist irgendeine Statue, kenne ich nicht, sieht hübsch aus hier. Ne? Also ich war noch entspannt und sind wir endlich ins Hotel reingekommen. Ja, schön, 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 ja. Ja, Zimmer können Sie jetzt nicht beziehen. Es war 11 Uhr oder sowas. Bitte was? Jetzt, aufs Zimmer können sie jetzt nicht. Wir sind die Nacht durchgefahren, wir haben geschwitzt, wir wollten nur noch duschen und auf die Messe. Okay, wann können wir denn aufs Zimmer? 15 Uhr. Duschen. Jetzt. Steht hier, so gebucht. Dann guckt er so, ja, so gebucht. Stimmt, sehe ich hier. Scheint wohl nicht funktioniert zu haben. Oh ja, das wäre was für mich gewesen. Das war der Satz, wo Stefan so die Kontenance verloren hat. Und ab dann ging es nur noch bergab. So, kann ich dann irgendwo parken? Dann hat er, ich habe Parkplatz mitgebucht. Ja. 30 Euro die Nacht. Was? 30 Euro? Ja, oder sie gehen ins öffentliche Parkhaus. Da kostet es nur 15 Euro die Nacht. Also ab da ging es bergab mit Stefans Laune. Wir durften dann irgendwann, sag ich bitte, lieber guter Mann, vielleicht haben Sie irgendwo ein Zimmer, wo das Personal duschen kann. Ich würde gerne duschen. Bitte, ich muss arbeiten. Ich muss auf die Gamescom. Ja, ich kann Ihnen ein Zimmer geben. Dann haben wir anscheinend eine Suite bekommen, in die wir rein mit unseren ganzen Sachen, die wir gebraucht haben. Ne? Hast ja so 2, 3 Taschen. Sind wir da rein? Wunderbar, alles ebenerdige Dusche, Waschbecken, die einfach nur so tief sind. Wenn du da 2-mal reinspuckst von Zahnpasta, ist das schon am Überlaufen. Aber alles schickimicki, ganz, ganz toll gewesen. Stefan schon, warum können wir hier in dem Zimmer nicht bleiben? Warum muss ich jetzt hier wieder raus? Dann haben wir geduscht. Das ganze Badezimmer war unter Wasser gestellt, weil begehbare Dusche und die Rinne war, das war auf jeden Fall. Wenn wir mal bauen, werden wir unser Badezimmer nicht genau so nicht bauen.
Es gab keine Tür. Ach ja, es gab keine Tür an dem Badezimmer. Also die Dusche war eine Glaswand und dann war so viel offen und es war offen. Also es gab keine Tür. Das war, ja. Dann sind wir wieder, dann haben wir geduscht, haben unsere ganzen Sachen natürlich wieder eingepackt und wieder ins Auto gebracht. Dann haben wir einen Parkplatz gesucht. Nein, ich wollte wissen, kann ich wenigstens die Sachen reinbringen? Nein, wir konnten unsere Sachen nicht reinbringen. Ja, das war dann auch. Ja, mein Mann ist schon am Hintergrund am Pumpen. Er pumpt schon wieder wie ein Marienkäfer. Es war ganz wunderbar. Also der Anfang, muss ich sagen, war wirklich nicht so toll. Wir haben dann irgendwann bei der Börse unten geparkt. Da war die Schranke dann kaputt. Da konnten wir keine Karte ziehen für unser Auto. Das war uns dann egal. Wir haben da trotzdem geparkt. Nein, oh nein, wir wollten erst auf die Gamescom fahren mit dem Auto. Das war die beste Idee, die wir hatten. Parkplätze sind nämlich so um 12, 1 Uhr noch super zu finden. Nachdem wir dann von zigtausend Leuten weitergewunken worden sind und keinen Parkplatz gefunden haben und Stefan schon wirklich sehr geschimpft hat, sind wir wieder zurück zum Hotel gefahren, von dem aus dann da runter in die Tiefgarage und haben uns ein Taxi gerufen. Und von da an sind wir nur noch Taxi gefahren. Gibt eine Taxi-App. Mm. Kennt ihr die Taxi-App? Wie gut funktioniert die denn mitten in der Nacht um 2 Uhr und an der Brücke? Da nicht. Ich habe nicht, nee, Moment, ich habe sie nicht benutzt, wir haben ja gewartet. Es kam ja. Ja, da kam dann Taxi raus. Aber das hätte schon funktioniert. Also ja, die App war echt gut. Ja, der Start war nicht so toll. Das war nicht so toll in dem Hotel, nein. So da alles in allem könnte man sagen, die Gamescom war ein Urlaub vom Preis her. Also davon hätte man schon eine Woche Ägypten haben können. Die Gamescom war, mein Mann ist immer noch am Pumpen im Hintergrund. Stefan, ich würde super gerne mit dir mitmeckern. Ich könnte die ganze Stadt auseinandernehmen. Dieser Scheißhaufen. Wie sie will mit dir mitmeckern und Schatz. Der Hammer ist, ich kriege noch 24 Euro von ihm. Was? Wofür? Achso, wir sollten am Ende noch 24 Euro bezahlen. Eine Taxgebühr. In Köln gibt es eine Kultur-Taxgebühr. Und dann sagt, bitte was? Wir haben die Minibar nicht benutzt. Wir haben Getränke gekauft. Warte, ein Wasser hätte 7 Euro gekostet, ein Wasser. Wir haben alles selbst gekauft und dann wollte der noch fast 25 Euro haben. Ja. Für und die Stefan, Bakterienkulturen im Bett Stefan oder was? Gehumpt. Der bitte was? Was willst du noch haben? Kultur. Kultur? Nee, du musst eine Gebühr zahlen in Köln. Sind sie geschäftlich da? Aber wenn du geschäftlich da bist, musst du die Gebühr nicht zahlen. Ja, genau. Und ich krieg so ein Papier per E-Mail. Ich krieg so ein Papier per E-Mail, wo dann drin steht, sie müssen irgendeine Taxe zahlen. Und dann musst du Papiere ausfüllen. Und ich habe das provisorisch erstmal ausgefüllt. Echt? Meinem Hotel habe ich das gekriegt. Der hat uns das einfach so hingelegt. Hier. Ja. Jetzt so, und dann habe ich ihr das am ersten Tag gegeben und ich sage, sagen Sie mal, wofür ist das eigentlich? Was wollen Sie mir von mir für eine Taxe haben? Ja, das ist, wenn Sie jetzt hier in der Stadt sind, ist das sowas wie Kurgebühr. Also nach der Stadt brauche ich eine Kur, ganz im Ernst. Und dann stehst du vor ihr und sagst, hey, also ich meine, ich habe bei dir ein Hotelzimmer gekauft für 1300 Euro. Und jetzt überleg nochmal, 1300 Euro, was willst du von mir haben? Ja. Ich finde ja... Was? Mhm. Und dann habe ich den Zettel abgegeben. Und dann sind wir gestern wiedergekommen. Ich sage, wann müssen wir ihn auschecken? Ja, müssen sie um 11. Wir auch. Haben sie denn schon ihre Zettel ausgefüllt? Selbe Frau. Ich sage, Welche Zettel? Ja, die für die Taxe. Hab ich. Okay. Die hat mir nichts gesagt, wofür das ist. Hat sie nicht. Ich habe einen Zettel ausgefüllt, wo meine Steuernummer draufsteht, weil ich nicht wusste, was für Gebühren da auf mich zukommen. Verdammt nochmal, Köln, was ist mit dir? Bist du nicht ganz knisper? Da kommen Leute zu Besuch und du musst eine scheiß Taxe bezahlen, wo du ein verschissenes Hotel für 1300 Euro hast und du musst noch Gebühren zahlen? Für was denn? Dafür für ein unglaublich tolles Bahnsystem, wo Leute kiffen, sich Drogen reinballern und dich alle 5 Minuten anquatschen, ob du mal eine Mark hast? Fick dich! Fick dich, Köln! Ein Scheiß mache ich! Und das kannst du doch wohl bitte nicht abliefern! 300.300 Euro und dann kommt sie zu dir. Bezahlen Sie doch bitte nochmal Kulturgebühr. Ich fahre an den fucking Strand an der Ostsee und da bezahle ich weniger und da wohnen nur Wessis am Strand.
Und dann stehst du auch noch und dann ist sie morgens um 12 Uhr ist sie so dreist und sagt dir, ja, sie müssen noch 120 Euro extra bezahlen, weil sie fucking Frühstück haben. Und du hast nicht einmal dieses Frühstück gegessen. Boah! Diese Reise und diese Stadt, die ist einfach nur zum Kotzen. Besser als jede Büttenrede. Ehrlich. Zum Kotzen. Was denken die sich dabei? Was zum Teufel? Oh, nein. Ey, das Hotel war wirklich klasse. Ohne Scheiß. Für 1300 Euro erwarte ich auch ein klasse Hotel. Ohne Scheiß, das war toll. Aber nee, die Stadt geht gar nicht. Die merken da gar nichts. Nix merken die. Nix. Also so toll das funktioniert hat. Und so super das auch alles da war. Aber das geht gar nicht. Das kannst du doch überhaupt, das kannst du nicht zulassen. Das also geht ich lese nicht. Gerade, das ist normal. Also das war in Köln das erste Mal, dass sowas, ne? So hier, Kultursteuer. Du kackst, wenn ich 1300 Euro Hotel bezahle. Ich hätte fast auf den Tisch gekackt. Und dann sagt dir das keiner. Wenn du da ganz normal hinfährst, als Bürger sagt dir kein Mensch, dass du irgendwas bezahlen musst. Das hat Stefan auch gesagt. Das hier, also das, es ist ganz schön große Abzocke. Überall, weißt du, da wird noch was, da noch was drauf, da noch was drauf. Und am Ende, wenn du gehen willst, ja Moment mal, bevor sie gehen hier, ne, haben sie schön Kultur genossen, musst du nochmal bezahlen. Ja, das war... Oh. Ja, Stefan hat empfehle Airbnb. Nee. Da muss man keine Kurtaxe bezahlen. Ich möchte nicht scheißen, wo das einer sauber macht. Ja, machen ehrlich? Sie ja, nicht täglich. Empfiehlst aber du das, Levy, ja? Ja. Ah, sollte ich vielleicht das nächste Mal machen? Nee, brauchst du nicht, machen wir für dich. Ah, oh, kannst meinst dich drauf du? Verlassen, meinst du? Oh. Soll ich dir gleich eine WhatsApp schicken, damit ihr, das finde ich gut, ich verlasse mich auf euch. Ja. Gute Idee. Das war gut. Das hat mich sehr befreit gerade. Oh, ich hätte, das war Ironie und Witz. Nee, war keine Ironie. Ich hasse das wirklich. Das ist dumm. Das ist wirklich super dumm. Du bezahlst für ein Hotelzimmer an der Gamescom und jetzt haltet euch fest, 515 Euro die Nacht. Und das ist ein scheiß Dorinth-Hotel. Ja. Es ist einfach nur ein scheiß Dorinth-Hotel. Das ist einfach so eine viereckige Kackbude, wo du ein Doppelbett drin hast. 515 Euro. In welchem Land leben wir? Sind die denn nicht ganz dicht? Was soll das? Ich habe für das Hotel und den Eintritt habe ich mehr bezahlt als für anderthalb Wochen Amerika. Wo sind wir? Was ist das für eine Stadt? Sind die nicht ganz dicht? Sind die nicht ganz dicht? Und die Leute machen das auch noch. Ja. Das ist absolute Abzocke. Für was? Für so einen Popeldom, der aussieht wie so eine Kleckerburg, die so ein kleines Kind mit 5 reingekleckert hat? Die am Bahnhof steht? Wer baut einen scheiß Bahnhof am Dom? Wer ist so dumm? Der Bahnhof steht direkt neben dem Dom. 5 Meter, du kannst den anspucken von der Gleise. Was soll das? Da hat schon früher einer gepennt. Das ist Kultur. Scheiß auf Kultur, die sollen mal vernünftige Preise machen und nicht so eine utopischen Dinge. Ich wohne noch nicht in der... Das ist eine Luxusvilla. Dafür kann ich nach Mallorca fliegen und wohne in der Villa für 5 Wochen. Das stimmt. Was soll das? Wofür? Was ist Köln für eine Stadt? Das ist ein Haufen Scheiße. Entschuldigung. An alle Kölner, ich mag euch. Ihr wart super nett zu mir. Aber trotzdem ist das ein Haufen Scheiße. Wofür bezahle ich denn so viel Geld? Kann mir das mal einer erklären? Oh... Bezahlen Sie doch mal noch mal ein bisschen Taxe, weil Schiss das super toll ist. Wir alle in die Ecke geschissen haben und gepisst und alles stinkt nach Gras, die ganze Stadt. Tolle Kultur, super. Also hab Sturm gesehen am Hauptbahnhof. Ja, super, also klasse. Das habt ihr extra gut so gebaut, dass wir gleich mal ein bisschen Kultur konsumieren können, ihr Pisser. Entschuldigung. Es geht gerade so ein bisschen mit mir durch. Du bist gerade erst reingekommen, ne? Also es muss ja jetzt auch mal so langsam raus. Was sich die letzten Tage angestaut hat. Okay, jetzt bin ich fertig. Sehr gut. Jetzt bin ich fertig. Gut. Wollen wir uns noch ein Video angucken zur Entspannung? Ja. Oder vielleicht kurz mal Pause machen? Ich muss pullern. Oder dann machen wir Pause. Erst Pause? Und dann Video. Und dann das Video. Ja. Jetzt mal wirklich ohne Spaß, Leute. Ich mag euch, Kölner. Ihr wart super nett zu mir. Aber eure Stadt ist böse. Okay? Böse. Ich hab euch echt lieb. Meine ich wirklich ernst. Okay, wollen wir kurz in die Pause gehen, Pibi machen? Yes. Alright, dann sehen wir uns gleich wieder mit ein bisschen Krimskrams noch von der Gamescom, ohne Meckern.
Cool, Megan, macht Spaß. Bis später. Bleib dran. Hallo. Hi. Wir sind wieder zurück. Na? We're back. Wie geht's euch? Back again. Gut. Habt ihr auch so gut gelacht wie ich? Ich hoffe. Ja, da der pumpende Marienkäfer gerade noch mal da war, in der Pause. Ja, ich habe noch mal kurz mit Stefan so ein bisschen Gas gegeben. Wir haben noch, meine Freundin hat noch ein extra Video, also noch eins. Wir haben noch ein drittes. Und, das würde ich mir gerne mal angucken, weil das ist nämlich von dem Outdoor-Bereich. Da war ich letztes Jahr, da hatten wir unser Community-Treffen. Und das würde ich mir gerne nochmal ansehen. Oh ja. Jetzt, wenn das geht. Mats ab. Mats ab. Das wollte ich schon immer mal sagen.
Ende. Aha. Ende. Ja, mega geil. Schatz, du hast echt richtig gute Videos gemacht. Jupp. Heißt sie so zufällig Sophie Neistat? Sophie Neistat? Oh. Ja, meine Freundin hat auch ungefähr doppelt so schnell die Vlogs geschnitten wie ich. Ja, eben. Das, nee, wirklich jetzt, ohne Witz. Weiß ich. Hast du mir schon erzählt? Ja, natürlich. Feelings loben, das steht so im Chat, das stimmt. Das ist richtig cool geworden, Mann. Ich habe die, also ich habe die Sachen gar nicht gesehen. Sehr, sehr geil. Aber den Autobereich habe ich letztes Jahr gesehen. Dieses Jahr war ich gar nicht da. War einer von euch da draußen? Ich war kurz da draußen, um ein paar Leute zu treffen, aber ich habe nicht viel davon gesehen. Ich war zwar immer draußen, aber bei meinem draußen gab es sowas nicht. Nee, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Wahnsinn. Mann, ist die Gamescom vielseitig. Wisst ihr, was noch viel, viel cooler ist? Das hat mir, haben mir, glaube ich, zwei, drei Leute erzählt. Es gab einen Campingplatz. Echt? Ein Gamescom-Campingplatz. Und auf dem haben die ganzen Gamer gepennt. Und das war wie ein Festival. Und da gab es richtige Zelte, wo du zocken konntest mit Konsolen und allem möglichen Kladderadatsch. Wie cool so, ist das denn? Und so richtig mit also so richtig Festival-Atmosphäre. Und du kannst halt die ganze Zeit, das ist irgendwie 700 Meter weit weg oder so, und du kannst den ganzen Tag hin und her laufen. Das ist richtig krass. Das fand ich sehr interessant. Das ist ja mega. Hm. Aber nur weil die auf dem Campingplatz sind, sind sie nicht auch haben die nicht automatisch ein Ticket für die Gamescom, oder? Das ist, ja, doch. Also das geht dann einher, glaube ich. Das, weil wenn ich das mein, wie bei einem Festival ist. Campen. Ja, eben. Der gehört, also das Campen-Ding gehörte zur Gamescom dazu. Ja, eben. Ah, okay. Ja. Ich weiß das gar nicht, ob cool. jemand da ist, der es eventuell gemacht hat. Ich meine, die ganze Stadt ist ja dann am Wochenende, so Freitag, Samstag war ja da Kirmes, richtig, ne? Ja. Und heute Morgen, als ich noch da vorbeigefahren bin, hatten die auch noch alles aufgebaut. Also die ganze Stadt ist quasi im Aufruhr, wenn da die Gamescom ist mittlerweile. Krass, was da los ist. Ja. Ich meine, wir saßen ja auch da im Burgerlich und haben gefuttert. Und neben uns konnten wir halt, wie ist die Band? Live Stage, also was war da live? Na hier, die We're Not Gonna Take It gecovert haben. Donuts, genau. Die Donuts haben da gleichzeitig halt neben gespielt und waren live. Und wir haben da halt Burger gegessen. Mich haben sie eher gestört, weil ich bin 32 Jahre alt, ich muss keine Live-Konzerte beim Burger-Essen mehr hören. Aber ich kann verstehen, dass dann Leute halt Spaß daran haben. Also schon cool. Nee, fand ich auch toll. Also war schon ein Alarm. Eine Menge. Die Stadt war rammelvoll. Ja. Richtig krass. Mit Gras und Dealern. Entschuldigung. Komm, ich bin nicht verkneifen. Und Fußball war ja auch noch. Oh, der Moment. Der Moment, den werde ich nie wieder in meinem Leben vergessen. Kölner Fans kommen in den Bus, steigen mit in die Bahn ein. Und dann sitzt da so ein älterer Herr mit seiner Dame und die haben so vielleicht so ein bisschen leicht eingetüdelt, ne? Und dann kommen die da rein und dann sitzt er da mit seiner Dame und sagt dann so, könnt ihr mal ein bisschen leiser machen? Das ist mir hier zu laut. Und da standen wirklich ungelogen bestimmt 20 Fußballfans daneben. Und dann so ein richtig verruchter Typ, so ein richtiger Hamburger, Oller Jung vom Kiez, richtig, also komplett Stimme im Arsch, versoffen. Und dann guckt er ihn so an, ey, du scheiß Versiale, du kannst mal deine Fresse ein, sonst hau ich dir gleich mal eine rein, oder was? Und dann denke ich mir so, Mann, Magge, du warst echt mutig, aber wenn du nicht unbedingt heute sterben willst, dann würde ich jetzt an deiner Stelle mal die Fresse halten. Und dann haben sie nichts gemacht. Weil danach war nämlich Sendeschluss. Bei dem anderen. Ich glaube, der hat schon ein bisschen einen Stift in der Hose gehabt. Mhm. Aber bei dem Typen hätte ich mir auch in die Hose gekackt. Das war ein Erlebnis, ja. Es war auch sehr unangenehm, damit zu fahren, weil ich wurde mit Bier überkippt. Von einem Hamburger Fan, der sich aber auch noch so im Halbsuff, Entschuldigung, so ungefähr. War ein schönes Erlebnis. Ja. Das war toll. Ich war gestern in der Cocktailkneipe, wo sie um 12:30 die Musik plötzlich 20 Dezibel lauter gemacht haben und da irgendwer angefangen hat zu strippen. Was? Aus dem Nichts heraus.
Also da hat sich einer hingesetzt, warum auch immer, hatte so einen Propfen im Mund hier, keine Ahnung, wie das heißt. Und dann kam eine Stripperin und hat angefangen. Und dann war sie halt irgendwann nackig. Wann war das? Gestern. Wann gestern? Gestern um 1:30, also heute um 1:30. Da war ich schon auf dem Zuhauseweg. Da warst du schon auf dem Zuhauseweg. Wo warst du da? Ich weiß nicht mehr, wie das nicht Ding hieß. Nicht auf dem Zuhauseweg. Irgendwo. Aha. Was? Aha. Du warst auf dem Nachhauseweg. Ja, du nicht anscheinend. Nee, ich nicht. Ja, merke ich. Ich bin jetzt gerade erst nach Hause gekommen. Warst du im Strip-Lokal? Nein, es war kein Strip-Lokal. Es war im Univiertel in der also Nähe von der Uni. Also doch im Strip-Lokal. Im Univiertel Strip-Lokal? Ja. Also ich war mal Student. Ich weiß, dass... Magnus hieß das. Gucken kostet doch nichts. Studenten eher nicht so die sind, die man ins Strip-Lokal haben möchte. Das sind die, die sich ein Bier bestellen und nach einer halben Stunde anfangen, ins Bier reinzuspucken, damit es wieder ein bisschen mehr wird, ne? Damit das Glas nicht leer wird. Doch, gibt's alles. So, was? Nee. Bist du dann also, gegangen, wie, oder? Wie Text schreibt, Studenten und Geld für den Puff, lol. Nee. Wie war's denn? Eben nicht. Ich habe nicht viel gesehen. Ich war eher genervt, dass die Musik so laut war. Wie gesagt, ich bin schon ein bisschen älter. Oh, warte, apropos genervt. Ich werf mit dem Stock, ich schmeiß den Stock dann in die Luft und beschwer mich. Genervt, Stefan wollte einen Stuhl ausprobieren. Und zwar einen von, genau, einen Noble Chair. Und jedes Mal, wenn er an dem Stand vorbeigelaufen ist, saß da eine mit so einem aufgeschlitzten Kleid. Die saß die ganze Zeit auf dem Stuhl und der Stuhl hat sich gedreht und die hat sich geregelt. Und der Stefan immer so, toll, die sitzt schon wieder auf dem Stuhl. Sag ich, ja Schatz, die wird dafür bezahlt, dass sie da auf dem Stuhl sitzt, ne? Sagt er, ja, aber ich wollte doch auch mal drauf sitzen. Sagt, musst du fragen, die geht nicht runter. Alle anderen sitzen daneben und machen nur Fotos und ich wollte doch nur, die Frotte soll runtergehen von dem Stuhl. Rausgehauen, die Frotte soll runtergehen von dem Stuhl. Ich will doch auch mal sitzen. Das war so ziemlich einer der witzigsten Augenblicke, wo mein Mann einfach genervt dasteht. Die soll da jetzt runter. Die sitzt schon wieder da drauf. Man sucht halt aber auch wirklich händeringend nach Sitzgelegenheiten. Ne? Ich habe nachher wirklich alles genommen. Bordsteine, direkt über den Gully, wo es gestunken hat, da habe ich mit ihr gestreamt. Oh Gott, Hauptsache du sitzt so. Und der Geruch aus dem Gully, nee, ist egal, wir setzen uns da jetzt hin. Und dann sitzt Iga neben dir und erzählt seinem Stream, dass es hier stinkt. Du dich dann kurz fragst, bin ich das jetzt? Nee, gut, alles klar, dann ist es was anderes. Und dann gucken wir so runter, der Gulli. Ja, ja? Also ich habe wirklich auch überall gesessen. Und wisst ihr, was ich richtig abartig finde? Dass es besoffene Leute auf der Gamescom gibt. Mm. Das finde ich so Verwalter, unerhört. Die haben Druckbetankung gemacht da. Also wir sind am Samstag ein bisschen später erschienen auf der Gamescom. Es war, glaube ich, so 12. No? Wir sind hinten am Westeingang rein und da stand den vierten Tag oder dritten Tag stand das gleiche Mädel da und hat die Taschen kontrolliert. Sag ich, na, schönen Mittag, wie läuft's? Sagt sie, ja, läuft alles rückwärts. Und dann gucke ich so auf die Seite und auf der Seite waren lauter Bierdosen und Smirnoff-Dinger hier und sowas. Was ist das denn alles? Naja, wir haben schon alles beschlagnahmt, ne? Aber anscheinend gab es auch auf der Gamescom gab's Alkohol, weil du bist einfach, also da war es extrem. Du hast so viele Bierfahnen gehabt, so wow. Also fand mir jetzt nicht so toll. Ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn es die Leute waren, die sich auch betrunken benehmen können und einfach in ihrem Grüppchen bleiben und keinen stören. Es gibt auch so ein paar Jungs, die dann rumlaufen, besoffen sind und halt Leute angrapschen und einfach nur anstrengend sind, diese anstrengenden Betrunkenen. Vor allem eher jüngere Betrunkene, die noch nicht so gut mit dem Alkohol umgehen können. Das finde ich tatsächlich sehr grenzwertig. Ich habe auch ein paar getroffen, ich habe mich auch mal mit ein paar unterhalten, die waren aber für sich und die saßen die ganze Zeit dabei und mit denen war es lustig, wir haben kurz gelacht und ne? Alles gut. Da kannst du dich auch betrinken und die Leute können sich benehmen, aber es gibt eben auch die, die sich nicht benehmen können und die gehen einem einfach unfassbar auf den Sack, so, weil man nüchtern ist und man nicht den gleichen Humor hat in dem Moment. So. Und die Leute sollten sich mal über ihre Life-Choices
Gedanken machen, ja, ob sie nicht vielleicht auf ein Musikfestival fahren, um sich da zu betrinken und die Gamescom einfach Gamescom sein lassen. Ja, das fand ich auch nicht in Ordnung. Ja. Das geht gar nicht. Was mich einer nach dem Selfie gefragt hat, der betrunken war, das fand ich sehr unschön. Ja, also... Aber es gibt so einige Sachen, die unschön waren. PUBG-Turnier. Ich meine, ich will da jetzt keine Kälber aufreißen oder so, aber... Was war da? Ja, vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen üben, ob wir professionell sein wollen, oder? Also, was man da so mitgekriegt hat, das war ja... Das hat ja... Also ich meine, ich will da nicht drauf schießen oder so, aber meine Herren... Das war doch gar nicht zu erwarten. Also für die, die es nicht mitbekommen haben... Also bitte? Wenn ich mir vorstelle, dass Moondai und die Gang, also Lost und Mayo und Whitey gespielt haben. Mhm. Und da wurde in den ersten paar Minuten wurde jemand erschossen von so einem Pro-Team. Und dann er sich danach gedacht hat, so, hey, ich sage mal, dass meine Maus kaputt war, damit das Spiel nochmal neu anfängt. Das finde ich dann schon ein bisschen krass. Oder dass ständig Sound nicht funktioniert oder Rechner abschmiert. Und ja, das sind so Sachen, weiß ich nicht. Wenn ich schon so eine fette Nummer da aufziehen will, dann sollte ich mir halt erstmal Gedanken machen, ob ich das, ob das vielleicht nicht funktioniert. Und das war, also in meinen Augen hat das leider Gottes kein so gutes Licht auf das geworfen. Für mich zum Beispiel jetzt gerade. Naja, also du hast keine 1080 Ti geschenkt gekriegt. Ich habe keine 1080 Ti, da hinten liegt eine. Also da bin ich jetzt nicht unbedingt neidisch drauf. Naja, aber vom Turnier nicht. Nee, das war ja gar nicht zu erwarten. War das Turnier etwa auch noch in der Beta oder was? Das Turnier, also das war absolute Beta. Also wirklich absolute Beta. Also das, wie gesagt, so das, was ich gehört habe, das ist also peinlich. Ganz, 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 ganz peinlich. Das ist gar nicht mitbekommen. Ganz, ganz peinlich. Nee. Ich also, die ganze Zeit wenn nur ihr gehört, da mal Lust Leute... habt, solltet ihr da mal so die Leute fragen, die da gespielt haben, damit die euch Insight geben können, aber das ist peinlich. Also wäre ich ESL und PUBG, also Bluehole, ich würde mich schämen. Das war... Also ich habe da ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Wenn die schon so groß auffahren mit wir müssen hier Kisten raushauen und so. Ich meine, löblich, dass so Leute Hotels haben... Und irgendwie jeder eine 1080 Ti geschenkt gekriegt hat und so, aber wenn das Turnier nicht funktioniert, Ich hätte es traurig gefunden, wenn ich das Turnier unterstützt hätte mit meinem Geld, mit den Keys und dann zur Gamescom fahre und mir das dann angucken möchte und nichts davon sehe, weil es dann nirgends gezeigt wird. Nochmal. Es kamen Leute zu mir, die sich beschwert, also nicht beschwert haben jetzt bei mir, weil was soll ich da machen, aber die mir erzählt haben, wie kacke sie es finden, dass sie nichts vom PUBG-Turnier halt mitbekommen. Das war jetzt noch vor dem Finale am Samstag. Ich weiß nicht, ob am Samstag dann was gezeigt wurde. Aber wo haben die eigentlich gespielt? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Also man konnte es auf der Messe auf jeden Fall wohl nicht sehen. Ja, eben. Ich habe sie auch nicht gesehen. Ja. Also haben die in irgendeiner Dings gespielt, oder? In einem Kapuff. Ja. Kapuff wahrscheinlich. Ja. Also ich habe die auch nicht gesehen. Mich hat das irgendwann nicht mehr interessiert, nach dem ersten Tag, als ich mit Mayo gesprochen habe. Weil dann musste ich so laut lachen, dass ich gesagt habe, so, naja, ich habe genug gelacht, ich gehe jetzt wieder. Hm. Also das war wirklich sehr, sehr peinlich. Hinter einer Wand in der Nähe des Twitch-Standes. Wenn man direkt reingekommen ist, da wo das immer von den nee, der Zwischengang schwarzen... wahrscheinlich, wo die Rainbow Six Siege Lounge war. Da haben die gespielt. Da war doch sowieso, da war so ein Zwischenstück, was komplett leer war oder so. Okay. Ja. Ich habe mit der Schweizer, wenn du links vorbeigegangen bist an der Twitch-Bühne, da war doch diese ganz schwarze lange Wand und wahrscheinlich da hinten drin oder so. Ja, richtig. Aber trotzdem hat keiner was gesehen. Nee. Und das war halt schon ein bisschen affig so. Ich meine, wenn du schon ein E-Sports-Turnier machst auf der Gamescom, dann willst du das doch auch sehen, oder nicht? Ich hätte auch eher gedacht, dass es so läuft wie auf der Dreamhack, dass es da eine Bühne gibt, wo man sich hinsetzen kann und dann der Stream da quasi läuft, den sie dann halt auch auf Twitch zeigen und nicht hinter verschlossenen... Das kann natürlich sein wegen den FSK-Richtlinien. Es gab doch Bänder. Ja, yeah, richtig, aber dann musst du das ja, so wie Siege hättest du das absperren müssen dann wahrscheinlich. An Geld hat es wohl nicht gemangelt. Also Absperrungen sind nicht so teuer, glaube ich.
Ja, wie gesagt, also sagen wir, fassen wir das einfach zusammen, dass das eine peinliche Veranstaltung war und eigentlich nicht so cooles Licht darauf geworfen hat. Ja. Also, ihr solltet mal nachfragen bei den Leuten, die da gespielt haben und euch mal so ein paar Infos holen. Whitey habe ich kurz getroffen. Oh, Whitey habe ich mehrere Male getroffen. Und seine Frau. Ja, seine Frau und ihn habe ich kurz getroffen. Ich habe Mayo getroffen am Klo. Wir haben uns nebeneinander gestellt am Pissoir. Ui, toll. Nein, ich meine nicht Ron, ich meine Mayo. Wie kommst du denn jetzt auf Ron? Weiß nicht. Wie waren die Toiletten eigentlich so, Sali? Du schwärmst ja immer so. Oh ja, die Toilettensituation. Wie war die Toilettensituation? Ich kann gleich zu den Herrentoiletten was sagen. Ich war nicht auf dem Klo. Auf der Gamescom? Ja. Warum? Profi-Streamerin. Weil ich habe ein bisschen gegessen, ich habe sehr viel getrunken und ich war nicht auf dem Klo. Bin morgens um 9, 10 war ich da und ich bin abends um 20 Uhr gegangen und ich war nicht auf dem Klo. Ich war am Samstag einmal ganz kurz, weil ich T-Shirt-Wechsel ganz kurz gemacht auf dem WC. Ansonsten war ich nicht auf dem Klo. Ich war auch nur einmal auf dem WC. Ich bin Streamer, ich kann das. Herrenklo. Nicht einmal. Nein, ich war wirklich nicht einmal auf dem Klo. Ich bin einmal reingelaufen, um die Ecke rum, T-Shirt hoch, anderes T-Shirt runter, weil ich dann mit Divi gestreamt habe und das war's. Ich war sonst nicht einmal auf dem Klo. Nein. Ich kann was zur Herrenklo-Situation sagen. Es gab zu wenige. Das Problem ist, die Gamescom ist ein Ort, wo viele, viele Nerds wie wir zusammenkommen. Und Nerds stehen nicht gerne am Pissoir. Wenn sie nur Pipi machen müssen, gehen sie trotzdem gerne auf die absperrbaren Klos, weil sie nicht so gerne haben, dass man ihnen dabei zusieht. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Ja, der arme Schiedi. Und jedes Mal, wenn du dahin kamst, war einfach eine Schlange, eine unfassbare Herrenklo mit Schlange. Also, wann hat man das schon mal erlebt? Und dann ging die Schlange halt raus, weil alle halt anstanden zu diesen Kabinen. Vielleicht mussten die auch alle kacken. Nee. Alle? Nee. Ich nicht? Auf Messen? Nee. Das wird also schon erstmal alles. Waren die alle immer so pinkeln? Wie? So? Also stillgestanden haben die nicht. Erstmal das ganze Klo. Mein bestes Erlebnis, ich war einmal auf Toilette und ich musste wirklich groß. Tut mir leid. Das ist wieder eine dieser Geschichten. Die gibt es bei mir öfter, aber die kommen immer gut an bei euch da draußen. Und dann gehe ich auf die Toilette und keiner war da. Keine Schlange, kein gar nichts. Und da war so diese eine offene Tür. Und ich habe schon 4 Stunden darauf gewartet, auf diesen heiligen Moment. Und die Tür war offen und du hörtest nur und ich dort reingesprintet. Und nein, auf dieser Toilette haben sie nicht so gepinkelt, sondern normal und sie war sauber. Und ich habe mich hingesetzt, habe mein Geschäft verrichtet. Und ich habe die Tür geschlossen, habe abgeschlossen, habe den Deckel hochgeklappt, habe mich hingesetzt und dann ruft einer von ganz rechts, ey, da geht einer scheißen! Okay, ich habe es so leise versucht wie möglich, dass es nicht so laut klingt. Es ist ja immer ein bisschen mit Luft, ihr wisst ja, wenn man lange, ne, und so. Und das ging ganz gut. Aber die Tür davon war leider die erste. Das heißt, alle anderen, die eventuell angestanden haben, hätten das gewusst. Nun, es war eine unglaublich lange Schlange. Und als ich rausgekommen bin, hat mich jeder angeguckt. Und ich bin bloß rausgegangen und hab gegrinst. Aber sie wussten alle, ich war scheißen. Ja. Das war eine sehr komische Geschichte. Das war das einzige Mal, als ich auf Toilette war. Danach musste ich nicht. Tillit, kannst du mir einen Gefallen tun und dich nicht brüsten damit, wie ein 14-Jähriger, dass du 7 Tage lang saufen warst? Ich war 7 Tage arbeiten, okay? Du brüstest dich schon seit eh und je, dass du saufen warst. Wir sind keine 14 mehr. Ich bin 32. Wenn du mir erzählst, dass du 7 Tage saufen warst, dann gucke ich dich sowieso nicht an, weil mir das egal ist. Also tu mir noch den Gefallen und ein bisschen so. Okay? Ist cool. Ich habe gar nicht gewusst, dass Männer auch so schüchtern sind beim Pinkeln.
Das ist richtig. Also wir crazy. Gehen nicht zu zweit. Doch. Ohne Händchen halten. Ich verstehe auch nicht, warum Mädels zu zweit aufs Klo gehen, wenn ich pinkeln will, dann will ich alleine sein. So. Och. Ja, also, Entschuldigung. So ein bisschen Händchen halten, hätte schon was. Ja, damit dann besser. Am Pissoir? So, oder was? Am Mayo. Mayo. Oben drüber Händchen halten. Slappy, halt meine Hand. Sonst falle ich um. Ich habe kein Gleichgewicht. Ich habe ihn ausgerollt. Mayo nächstes Jahr, falls du zuguckst. Ja, halt Mayo? Mir Händchen. Ja, Mayo, den ich am Pissoir getroffen habe. Okay. Ach so, stimmt ja, die Geschichte hat er damit angefangen. Ja. Ja. Und wie war's? Habt euch war wunderschön. Ich freue mich schon auf die Dreamhack, wo die Klos tatsächlich auch besser sind. Oh, das sind tolle Klos. Das sind aber auch nicht so viele tolle Klos. Ja, das stimmt. Also immer wenn ich war, haben die sich immer so weggedreht. Mit den. Nee, du guckst mir nicht auf mein Schniebi. Dann denkst du immer so, ey, Leute, was denkt ihr, was ihr da ausfahrt? Ein Feuerwehrschlauch oder was? Da sieht doch keiner was. Schon allein, wenn du deine Hand da. Nee, du guckst mir jetzt nicht auf meinen Schlauch. Nee. So stehen die da immer, als hätten die sonst was für ein Rohr in der Birk so. Da denkt, was ist mit euch? Ich kann dieses Frauending nicht verstehen, warum die immer mit ihren Freundinnen, ich lese gerade, damit man reden kann, aber wenn ich aufs Klo gehe, dann ist es mir lieber, dass mir fremde Frauen, die ich nicht kenne, die eventuell den Pups hören, als die ich kenne und dann die draußen steht und ich weiß nicht. Das ist mir, wenn das lauter Menschen sind, die ich nicht kenne, dann interessiert mich das doch nicht. Oder das Flump. Ne, das ist ja dieses Geräusch. Das will ich, dass das Leute hören, die mich eben nicht kennen. Da ist mir das doch scheißegal. Aber einfach ein Blättchen abreißen und es da reinwerfen und dann macht es nicht mehr plump. Und dann platscht es auch nicht mehr. Also ein Blättchen, ich weiß ja nicht, ob du. Was? Naja, das benetzt die Wasseroberfläche und dann platscht es. Aber es macht trotzdem Blomp. Nein. Doch, wenn nein, die Granate kommt, Blomp. Das Blättchen fängt das Würstchen. Ist ja süß. Also ich weiß nicht, was du für kleine Köttel machst. Weißt du, wie der Hase bei mir macht Plonk. Ne? Das ist ein großes Ei. Und da möchte ich eigentlich nicht, dass meine, wenn ich dann rauskomme und dann sagt einer meiner Stream-Kolleginnen, oh, Sally, Respekt. Oder sagt vielleicht gar nichts und guckt dann nur so. Oder wäscht sie vielleicht nur die Hände, weißt du, so. Oh mein Gott. Nee, das verstehe ich nicht. Ich gehe mit niemandem zusammen aufs Klo. Ich finde das total unangenehm. Ja. Sally, ich würde mit dir aufs Klo gehen. Du, bei dir einfach nur abzuklatschen. Ja, das wäre da wäre es mir egal. Da bin ich schon wieder schmerzfrei. Da bin ich schmerzfrei. Flomp. High five. Okay. Ja. Scheiß Thema. Ja, beschissen. Richtig beschissen, so. Ja. Haben wir noch irgendwas auf dem Zettel? Ich weiß es gar nicht. Na? Was war denn noch? Nächstes Jahr wieder Gamescom? Na sicher. Nein, auf keinen Fall. Ey, ich freue mich auf die Dreamhack. Ganz also im Ernst. Wenn ich keine Jobs habe, dann glaube ich nicht so lange. Also ohne Job würde ich das nicht machen. Nee. Nee, also dann vielleicht nur ein oder zwei Tage maximal. Also doch, habe ich doch gemacht dieses Jahr. Was erzähle ich da? Auf jeden Fall. 4 Tage. Also ich sag mal, es macht Spaß, aber nur mit dem Job. So. Ohne wäre mir das einfach, das wäre mir ein bisschen zu langweilig. Also ich meine, Leute treffen ist immer cool, aber so, ihr wisst so, das Hirn, kreativ sein, ein paar Dinge machen, so, das ist das wäre cooler. Ja. Also, ja. Ich muss sagen, ich war froh, dass ich dieses Jahr halt die 4 Stunden da im Twitch-Booth war, dass ich das wenigstens gemacht habe, weil jetzt kann ich halt sagen, ich war die längste Zeit da, um Leute zu treffen, aber ich habe auch noch das, wovon ich erzählen kann. Das stimmt, das ist sowas, aber ich meine, ich hätte auch noch irgendwas anderes gerne gemacht. Aber es hat mir jetzt auch nicht gefehlt, muss ich sagen. Und ich muss sagen, was mir jetzt dieses Jahr aufgefallen ist, es kommt so langsam bei Twitch, das hat man im letzten Jahr schon auch, aber nicht so stark gemerkt, dass jetzt mittlerweile die großen Streamer tatsächlich zum Arbeiten zu Gamescom kommen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es gab Leute, die hätte ich gern getroffen, aber die haben einfach von Dienstag
bis Samstag gearbeitet und die hat man, wenn überhaupt, nur erst danach, wenn man irgendwie mit ein paar Leuten essen gegangen ist, getroffen. Da hätte ich gerne mal mit denen ein bisschen mehr Zeit gehabt. Aber so ist es halt. So Business kommt so langsam an auf Twitch und es gibt Leute, die sind halt schon Influencer und die werden dann eben von den Firmen geholt, auf die Bühne gepackt und dann arbeiten sie. Und das auch ziemlich viel. Ich finde das gut, dass das so passiert. Ich finde das toll, dass auch Firmen eben auf Streamer zukommt und denen die Möglichkeit gibt, dort zu arbeiten. Also ich sehe das genau aus der anderen Perspektive. Ich finde das großartig. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, es ist tatsächlich von Dienstag bis Samstag, von dann bis dann, also 24/7. Und man hat kaum Momente, um sie zu treffen. Ich meine jetzt nicht Dizzy. Ich meine jetzt, Dizzy habe ich häufig genug noch gesehen, wenn man wusste, wo man ihn treffen soll. Ich meine jetzt andere Leute noch. Da merkt man, dafür gibt es dann diese eine Party. Es ist immer diese eine Party. Dafür ist die da. Wo man sich dann so, ja, es ist, weißt du, wenn jetzt mehrere Feiern die ganze Woche verteilt ist und dann gibt es diese eine Party. Und da waren dann die meisten und die haben sich unterhalten und da hatte man sich austauschen können. Ich finde das so eigentlich, ich finde das super. Warten wir mal die Dreamhack ab. Da kann, glaube ich, nicht so viel gearbeitet werden. Oh, da sind viel mehr am Streamen. Ja, das stimmt. Mal wieder Streambomben. Ich finde das gar nicht so schlimm, Slabby. Ich sage ja nicht, dass es schlimm ist. Nochmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war der geilste Stress, den ich jemals in meinem Leben hatte. Ja, das hat man ja angesehen. Vloggen, durch die Hallen laufen, nonstop eine Verpflichtung haben, einen Termin haben und eigentlich nur zur Ruhe kommen, wenn du dich ins Bett legst. Und das war ich kann das nicht beschreiben. Es war salzig und es war völlig overhyped. Und ich war ja dieses Jahr das erste Mal auf der Twitch-Bühne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Slabby, ich wäre sehr traurig, wenn ich das nicht wieder machen dürfte. Eine Bühne kriege für die Gamescom nächstes Jahr. Weil ich fühle mich da echt zu Hause. Ich fühle mich da wirklich zu Hause irgendwie. Rede ich gerade von der Twitch-Bühne? Ich rede von generell irgendeiner Bühne. Irgendwer zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, du kannst die Twitch-Bühne moderieren, hätte ich gesagt, BÄM! Dabei. Ja, aber dann kannst du ja im Umkehrschluss den Leuten nicht einen Vorwurf machen, dass sie viel arbeiten. Ich mache den Leuten ja auch keinen Vorwurf. Ich sage nur, es ist schade, dass man sie dort nirgends angetroffen hat, um mal kurz zu schnacken. Triffst sie doch auf der Party oder sonst irgendwo. Na gut, mich triffst du nicht auf der Party, zum Beispiel. Dann geht man halt einmal am Abend irgendwo essen. Also irgendwo trifft man die Leute schon. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr eventuell ein, zwei Sachen mehr mitnehmen kann zum Arbeiten auf der Gamescom. Ich hoffe, dass ich wieder in die Indie-Arena Booth darf. Das war großartig, mit Entwicklern zu reden, sich neue Spiele anzuschauen. Und das möchte ich eigentlich. Ich freue mich darauf. Und auf abends freue ich mich dann, mit meinen Freunden was essen zu gehen. Und zu quatschen. Und Essen lustig zuzubereiten. Na gut, ich musste nirgendwo Essen zuzubereiten. Mir wurde es gleich gebracht. Aber vielleicht... Sowas, einfach dann abends schön zusammen zu sitzen und sich noch ein bisschen zu unterhalten und den Abend Revue passieren zu lassen. Ich genieße das sehr, ich finde das toll so. Und hoffe, dass es noch ein bisschen mehr wird. Was ich ein bisschen kritisch sehe, ist die Arbeitszeiten. Wie lang das geht teilweise. Wie lange die Leute dann auf der Bühne stehen oder irgendwo anders. Hä? So 10 Stunden am Stück da moderieren und das 5 Tage die Woche, das ist schon anstrengend. Warum nimmt man da nicht 2 verschiedene Leute, die sich dann abwechseln? Oder so. Manchmal kommt was dazwischen, Fischi. Fischi ist ja schon. Manchmal kommt halt einfach was dazwischen. Wozwischen? Dass halt jemand mal kurz woanders hin muss und du dich dann tauschst. Und außerdem sind die in der Regel eigentlich vernünftig, Terminkalender. Ja, aber ich fand das krass, dass manche Leute da tatsächlich von morgens bis abends diese gleiche Bühne moderieren. Weißt du? Also ich habe Freitag, glaube ich, 1 Stunde Pause gehabt. Ja. Und das war cool. Ja. Das ist okay. Ja, ihr wart ja auch zu zweit. Ich habe Freitag komplett 9 Stunden auf der Bühne gestanden. Oh ja, gut.
eine Stunde Pause und dann noch den Rest so. Also ich finde das nicht schlimm. Weil das ist, also ich habe keine, ich will dir, keine Ahnung, wenn du einen Kackjob hast, dann bist du selber schuld. Dann ist das garantiert scheiße, 10 Stunden zu arbeiten. Aber dafür bist du dein eigener Herr. Und es ist generell, um das zu kritisieren, es gibt so viel Schund auf der Gamescom. Es gibt wirklich sehr viel Schund auf der Gamescom, was völlig unterbezahlt ist und völlig Banane. Ich sage nur Halle 5.1, das ist, jeder, der in Halle 5.1 war, das weiß einfach, dass das einfach nur der absolute Abfuck ist in dieser Halle. Absoluter Abfuck, so, dass es wer am lautesten rumbögen kann. Und was war 5.1? Na, das war die Halle, wo wir so angeschrien worden sind. Halle der Bundeswehr. Du bist da runtergekommen und es war halt Nonstop-Beschallung. Ja. Und das ist halt super schade, weil zum Beispiel MSI hat einen super tollen Stand gehabt. MIFCOM super tollen Stand gehabt. Alternate auch. Auch super tollen Stand gehabt. Und da waren noch super viele andere, die auch klasse Stände haben. Aber das wurde halt einfach, das bringt dir gar nichts. Das ist einfach nur, diese Halle war leider Gottes ein riesiger Haufen Scheiße so. Mehr war das nicht. Und da hast du nichts mitgekriegt. Ja, du konntest dich da nicht mal unterhalten. Selbst auf der lautesten Lautstärke, wenn du gebrüllt hast, ist da nichts angekommen. Und das ist halt, und da kommt dann wieder dazu, wenn du da drinnen arbeiten musst, 5 Tage, 10 Stunden, danach kannst du dich erschießen. Mhm. Und das ist ein Kackjob. Das ist definitiv ein absoluter Kackjob. In meinen Augen. Und ich war 3 Tage bei Alternate, ich liebe Alternate, super tolle Bühne, super tolles Team, aber das ist eine Zumutung. Das ist eine absolute Zumutung. Und da müsste die Gamescom und die, da müsste die Gamescom oder die Organisation, die müssten da dazwischen greifen. Das ist eine absolute Zumutung. Und ich, also wirklich, wenn du da nur einen Tag arbeitest, gehst du gaga. Da gehst du blöde bei. Und ich habe wirklich ganz, ganz großen Respekt vor Leuten, die da drinnen arbeiten. Weil das wirklich ein absoluter Haufen von Dezibel Scheiße ist. Und da gehst du blöd drinnen. Und das ist einfach nur, wer lauter ist. So. Und das wäre ein Kackjob. Wenn du jetzt bei Twitch 10 Stunden arbeitest, easy peasy. Weil da hast du coole Leute. Wenn du dann mit Frankie zum Beispiel gearbeitet hast oder mit der Regie oder du mit Flips was zu tun hast, du siehst die Leute halt von Twitch, wenn du unterwegs bist, so, die sind um dich rum. Und das ist zum Beispiel, da könnte ich auch 20 Stunden arbeiten, Slevin. Das würde mich überhaupt nicht interessieren. Ja. Weil die Leute alle super toll sind. Und die sind immer freundlich zu dir, da zieht keiner eine Fresse. Und wenn du die ansprichst, sind die gut drauf. Dann gehst du mit denen eine Paffen oder so. Und das sind coole Jobs. Das sind unglaublich tolle Jobs. Und deswegen, also ich zum Beispiel, das war der beste Job, den ich öffentlich je gemacht habe. Ganz einfach. Weil die Leute, die haben sich um uns gekümmert. Die haben uns so ein bisschen einen Rahmen gegeben und wir durften da drauf machen, was wir wollten. Ich hätte da 15 Stunden runterreißen können. Das wäre mir völlig Jacke wie Anorak gewesen. Gut. Weil das einfach gut war. Es hat Spaß gemacht. So. Du warst gehypt, du warst gepumpt. Die Leute waren da, du hast die Streamer gesehen, deine Kollegen waren da, du hast mit denen zusammen was gemacht. Das ist cool. Ich hoffe, ich darf das irgendwann nochmal machen. Ich habe so meine Befürchtung, dass das ultra scheiße war. Nee. Ich warte noch auf die E-Mail von Flip. So, der sie war. Aber es war also, gut, ja. Wenn es nach mir wiederum, geht, ich fand es sehr gut. Das ist wiederum dann wieder was anderes. Emil schreibt gerade in den Chat, dass die Bundeswehr einen Abend Helene Fischer gespielt hat. Ja. Und Alternate kennen ihre Zielgruppe. Gemacht. Also. Alternate hat das auch gemacht. Helene Fischer? Ja. Ich kaufe nie ich wieder bei Alternate. Ich weiß nicht, ob das bei Alternate kam, ich weiß nicht. Nee. Wurscht. Ich kaufe nie wieder bei Alternate. Atemlos. Oh! Durch die Nacht. So, das war's. Der letzte Plankenschnack mit Slapstick heute. Cool. Nächste in 2 Wochen gibt es dann Ersatz. Tschüss. War nett. Ja. Tschö mit Ö. Tschüss. So. Alternate erstmal in Folgen. Nächstes wird schön. Anzappen. Ich freue mich. Anzappen. Wer? Na du. Ich? Ja. Wo habe ich geanzappt?
jemand hat geunzappt. Ich habe nirgendwo geunzappt. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Oh Gott. Kein Wort. Jemand hat dich geunzappt. Okay. Ich glaube, wir sollten nach dieser Woche, also ich würde auch gerne so langsam zur Ruhe kommen, weil ja. Ich würde gerne wirklich mal zur Ruhe kommen. Ich glaube, so wir haben die letzte Woche auch ganz gut zusammengefasst. Und ich würde gerne Pizza bestellen jetzt. Ich will noch so eine richtig fettige, eklige Pizza und dann mit Käse und Ananas. Könnt ihr das verstehen, Chan? Ich will das auch. Wollt ihr morgen eigentlich streamen? Ja. Mhm. Klar. Ich habe eine Woche lang nicht gestreamt. Wäre ich denn für ein Faulpelz, wenn ich morgen nicht streame? Ich habe Montag und Dienstag gestreamt. Und Freitag von der... Und... Ja, nö. Kannst du das nochmal wiederholen, Slabby? Was wäre ich denn für ein Faulpelz, wenn ich nicht streamen würde morgen? Okay. Muss mal eine Ansage. Freue ich mich drauf. Passiert das auch? Ja, selbstverständlich. Was bin ich? 2015 Slipstick oder was? Ich hoffe, das wurde geklippt. Klippt das? Ich hoffe, das wurde geklippt. Letztes Mal, das ist so einfach. Letztes Mal muss ich ein Lied für dich einspielen. Morgen muss ich nur streamen. Das wäre wohl hinbekommen. Morgen muss ich nur streamen? Ist ja nix. Ja. Das ist doch Spaß. Ich weiß noch gar nicht, ob ich streame. Ich habe das ja so günstig gelegt. Ich habe ja morgen frei. In der Tat. Ja. Kannst ja mal ausnahmsweise streamen, wenn du schon eine Woche nicht gestreamt hast, finde ich, oder? Ich hab die letzten 5 Montage gestreamt, du Arsch. Ich weiß. Ja, vielleicht, mal sehen. Kommt auf an, ob mein Uncharted morgen kommt. Wenn das morgen kommt, spiele ich bestimmt. Aber ich sag noch nicht zu. Voll Uncharted. Ich muss noch gucken, es sind ein paar Spiele. Was ist eigentlich so rausgekommen, während wir weg waren? Hat das irgendwer mitbekommen? Ich nämlich nicht. Nur Uncharted. Uncharted und XCOM ist ein neues DLC rausgekommen. Kommt das nicht morgen, mich, ne? Das DLC? Weiß ich nicht. Von XCOM? Stefan fiebert da so drauf. Ja, ich glaube heute oder morgen. Ja. Ich würde sagen, wir schließen das, oder? Ja. Lass es uns schließen. Ich finde, es war wunderbar. Ich fand es toll, auf der Gamescom gewesen zu sein. Ich fand es unglaublich schön, mit euch heute am Sonntag hier darüber noch zu reden. Ne? Ich meine, es ist auch nicht selbstverständlich. Gestern waren wir noch alle busy und heute sitzen wir schon da und an die Regie ein unglaubliches Lob. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Videos zu aufzunehmen, zu schneiden. Und Dankeschön. Das war echt toll. Ich sage danke an alle, die ich getroffen habe und eventuell irgendwann mal treffen werde. Und verabschiede mich somit als Erste heute von diesem wundervollen 48. Blankenschnack. Gamescom Special. Wir drehen das heute mal um. Ne? Heute ist Dizzy mal der Letzte, der Tschüss sagt. Genau. Von mir auch vielen lieben Dank an die Regie, die als ich einfach nur gechillt in der Bahn saß und schon gestresst war von dieser Bahnfahrt, die dann währenddessen noch, also nicht, das klingt jetzt so, als hätte ich daneben gesessen, ne? Aber ich wollte jetzt das vergleichen. Ich habe nichts getan bei der Fahrt und war schon gestresst. Sie war wahrscheinlich gestresst von der vom Flug oder von der Fahrt und hat trotzdem noch Sachen geschnitten. Das ist schon eine, ja, das muss man nach so einer Woche nochmal noch hinbekommen. Was? Da war wer anders gestresst. Sie hat ja den Stress abgenommen, das ist ja das Schöne. Ja. Fand ich sehr gut. Auch die Videos waren sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich so viel nice that. Ansonsten danke an euch für die geile Woche. Alle, die ich getroffen habe auf der Gamescom. War wieder mal ein absolutes Erlebnis. Ich mache das jetzt seit 3 Jahren. Ich freue mich schon aufs 4. Jahr. Und ich finde es so geil, dass man mittlerweile nach der Gamescom sagen kann, ich muss nicht mehr ein Jahr warten. Ich fahre einfach zu Dreamhack und die wird noch ein Ticken besser, weil jedes halbe Jahr überstürzen sich, nein, wie sagt man, über, kann keine Worte mehr, wird's besser. Und die Dreamhack wird besser als die diesjährige Gamescom und dann wird die Gamescom übertrumpfen, wird die Gamescom nochmal wieder besser und das wird, Partner Leipzig, Januar, ich weiß nicht, welche Daten, Tickets gibt's noch, kauft euch das, gibt eine LAN. Gibt E-Sport, gibt sehr, sehr viele Streamer, die man da treffen kann. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Würde mich freuen. Ansonsten habt einen geilen Abend und bis die Tage.
Schuhus. Juhus? Schuhus. Juhus. Danke, Leute, fürs Zugucken. Auch wenn es heute so ein bisschen, ja, lockerer und legerer war. Aber es ist auch ganz nett, einfach mal nur zu quatschen und nicht großartig ein Programm aufzuziehen und Themen zu haben. Und jep, ihr wisst schon. Yep. Und auch mal ohne Gast einfach nur da zu sein und mal seinem... Heute war Anger Management. Heute war absolutes Anger Management, glaube ich. Also für mich schon, ich bin vorhin schön durchgetriggert. Aus Spaß natürlich auch, mit viel Freude. Aber es hat gut getan. Danke, Chat, dass ihr mein Auffangbecken wart für meinen seelischen und moralischen Kackmist, den ich eine Woche lang gesammelt habe und nicht in einen Vlog packen wollte, weil das da nichts zu suchen hatte. Danke an meine bezaubernde Freundin, dass sie eine Woche lang so einen Scheiß mit mir mitgemacht hat, was wirklich absoluter Scheiß ist, denn sie war auch von morgens bis abends immer auf der Messe und nicht nur zum Arbeiten, sondern um das da zu machen und dann die Zeit rumzukriegen, weil, ne? Das ist auch sehr verrückt und das ist sehr, sehr löblich. Danke an Sali und Slabby, dass ihr da wart und ich euch zweimal gesehen habe und wir nicht essen waren. Wir waren in den Lokalen, wo es Essen gab, wo man es nicht selber machen musste. Wo man es nicht kochen musste selber. halt dich das nächste Mal an uns, dann. Mindestens einmal. Ja. Entschuldigung, mache ich. Ich wollte, aber gestern hätte es gepasst. Gestern waren wir, aber da war ja diese Party. Wir hatten gestern echt einen schönen Abend. Nichtsdestotrotz, Chat, vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart. Falls ihr durch die Twitch-Bühne oder was auch immer, wie ihr hierher gekommen seid, vielen Dank. Wir legen hier irgendwann später los. Und ich wünsche euch allen einen bezaubernden Abend. Kommt gut in die Woche rein. Und HDGDL und Love You Long Times. XOXO. XOXO und Sali jetzt mit Lösch dich. Und dann haben wir alle wichtigen Memes weg. Knutsch dich. Lösch dich. Oh, hey. Oh, 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 die Shoots. Auf Wiedersehen. Ciao, Leute. Ach, winken noch. Ich hab's winken vergessen. Fotos essen. Selfie. Macht Selfies. Haltet euch von Monitor und macht Selfies jetzt. Ich tue so genauso Durfy wie auf allen Bildern. Ihr habt hier unten Platz überall. Selfies.